Bewegt, Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Dienstagabend, das heißt Duellabend, spezielles Duell, das Duell, auf das sich alle freuen, auf das auch ich mich freue. Ich freue mich heute, es wieder präsentieren zu dürfen, nämlich die zwei Streithandeln der Nation. Gerald Groß. Servus Wolfgang. Und Sebastian Burgmann. Guten Abend. Wo immer ich bin, werde ich auf die beiden angesprochen. Die einen sagen, mein Gott, der Groß ist super. Die anderen sagen, der Burgmann ist super. Gott sei Dank. Also dieses Duell geht wirklich emotional. Kannst du aber, derzeit kannst bei aber, Ihnen und kannst aber mit der Lupe suchen. Ordentlich hinein. Nein. Du musst dann Stahn umdrehen, damit es nicht. Pass auf, du unterschätzt ihn. Ja, so, ja. Also, wir fangen natürlich auch mit dem großen Thema der Woche an. Das geht es ja gar nicht. Nämlich mit dem Israel-Krieg und dieser Auseinandersetzung Israel-Hamas, die ja mittlerweile in den Familien heiß diskutiert wird, an den Stammtischen heiß diskutiert, in den Büros, in den Schulen, in den Universitäten. Überall die Frage, ist das, was die Israelis da jetzt machen, dieses Massenbombardements, diese hunderten Bomben, die da jetzt auf den Gazastreifen hinunterdonnern, diese, mittlerweile sind wir wahrscheinlich schon bei mehr als 5000 Toten, würde ich schätzen. Genaue Zahlen gibt es mittlerweile nicht mehr, weil man keinen Überblick mehr hat. Ist das zu brutal? Ist das nicht gerechtfertigt? Oder ist das sehr wohl gerechtfertigt, weil es eben hier um eine, wie soll man sagen, Verteidigungsstrategie gegen einen Terror geht, gegen einen Terror, der den Israelis das Land wegnehmen will. Und dazu die Frage, also ist das, was Israel hier macht, in Ordnung? Oder sind die Palästinenser die Opfer, auf deren Seite man sein müsste? Sind wir alle Israelis, ich zum Beispiel, oder sind wir Palästinenser? Schauen, ob da heute ein Palästinenser mit am Tisch sitzt. Gerald, bist du Palästinenser oder Israeli? Ja, ich bin Österreicher und ich bin in erster Linie Humanist. Und daher sage ich, ich möchte nicht über die Siedlungspolitik in Israel sprechen. Ich möchte nicht über die Regierung des Herrn Netanyahu sprechen, über die vielen Fehler der Siedlungspolitik, über die vielen Fehler, die die letzten Jahrzehnte auch passiert sind mit den Ägyptern, Syrern, also den Arabern im sogenannten Landstrich Palästina. Und zwar, warum will ich nicht darüber sprechen? Weil ich 1200 Tote des Terrors nicht relativieren will. 1400, um es exakt zu sagen. Ich will die Opfer, die Kinder, die Frauen, die Mütter, die Großeltern, unschuldige Menschen, die am 7. Oktober ums Leben gebracht wurde, möchte ich nicht relativieren. Und der Terroranschlag der Hamas steht für ein eigenes Kapitel in dem Konflikt. Wir können mit dem Konflikt bis ins Jahr 1948 zurückgehen. Wir können noch weiter zurückgehen. Wir können über die 12 Stämme Israel sprechen oder über das Königreich Jerusalem. Das wollen wir nicht. Wir können alles. Wir können ganze Sendungen Wir diskutieren füllen. Heute über das, was... Es geht darum, was dort passiert ist. Und an diesem Tag ist etwas passiert, das mich als neutralen Österreicher nicht neutral lassen lässt, weil ich gegenüber Terrorismus nicht neutral bin. Wenn zwei Staaten miteinander streiten, bin ich immer neutral, weil dann braucht es Diplomatie. Aber gegenüber Terror bin ich nicht neutral. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist zweifelsohne, Israel hat das Recht, jene Terroristen zu verfolgen, zu jagen und zu tilgen, die 1200, 1400 Israelis, darunter Juden und Muslimen, das Leben gekostet haben. Was die Israelis nicht haben, ist das Recht, aus Rache ihrerseits Kinder und Mütter zu töten. Ja, aber das ist ja offenbar unvermeidbar. Das ist in einem Krieg der Kollateralschaden. Meistens unvermeidbar, aber da gilt auch, Bornmänner hat das vor drei Wochen richtigerweise gesagt, gilt nicht der Antiterrorkampf als Freifahrtsbrief, Rache zu üben. Es geht darum, Terroristen auszuschalten. Es geht darum, Terroristen auszuschalten, die sich ihrerseits unter Krankenhäusern verstecken. Das wollte ich gerade sagen. Es geht darum, Terroristen auszuschalten, die sich ihrerseits hinter Kinderwegen verstecken. Ja. Es geht darum, Terroristen auszuschalten, die Gaza nicht verwaltet haben, obwohl es ist seit einer Wahl, seit 15 Jahren in ihrer Hand ist. Es ist nicht Israel besetzt. Statt die Versorgungssituation der Bevölkerung in Gaza zu verbessern, Tunneln gebaut haben mit dem Treibstoff, mit dem allen, um einen Terrorkrieg zu führen. Es geht darum, die Terroristen auszuschalten, aber nicht die Bevölkerung. Daher bist du in einer ganz einer schweren Situation als Israel. Einerseits hast du den Druck, dass am 7. Oktober
so viele Menschen umgekommen sind wie seit dem Holocaust nicht mehr. Zweitens, hast du den dringenden Wunsch der eigenen Bevölkerung, diese Gefahr auszumerzen? Dazu kommt die emotionale Komponente, die sagen, Rache müssen wir auch üben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hammurabi. Das ist im Übrigen etwas ganz was Verständliches in dieser Situation. Also entschuldigen, wenn wer meinen Mann umbringt, ja, dann weiß ich nicht, was aus mir wird. Das sage ich auch bei der Gelegenheit. Also ich verstehe auch das Gefühl von Familien, die in dieser Situation von ihrem Staat auch das wollen, dass man die Täter dorthin bringt, wo sie hingehören, zu den 72 Jungfrauen. Aber wie gesagt, und das ist das große Aber, ohne etwas zu relativieren, es bedeutet nicht, schlachtend, undifferenziert einen Flächenbrand zu veranstalten. Die Situation der Israelis ist daher besonders schwierig, weil sie einerseits der Gerechtigkeit Genüge tun müssen, andererseits ihre künftige Sicherheit verteidigen und unter der Weltöffentlichkeit und unter der Beobachtung stehen, wenn ein Kind im Gazastreifen zu Tode kommt und jeder Humanist hier auf dem europäischen Kontinent sagt, das geht auch nicht. So, und in dem Zwiespalt befinden sich das. Kinder. Ja, ich sag, wer ein Menschenleben rettet, wer ein Menschenleben rettet, rettet die Welt. Das steht im Talmud im Übrigen. Es passt wunderbar dazu. Wenn du das schon auch wieder so einen prosaischen Satz, das war jetzt ein bisschen eine Sonntagspredigt, die du da gehalten hast. Ich bin mir jetzt nicht ganz klar, was du uns sagen wolltest. Weil meine Frage war ja eine sehr konkrete. Ist das, was die Israelis derzeit machen, nämlich dass sie Gaza so bombardieren, dass es dort jeden Tag in etwa 1000 Tote gibt und dass mittlerweile von den Gebäuden in Gaza City nichts mehr da ist, außer ein Schutthaufen, ist das gerechtfertigt und ist das erlaubt und ist das richtig? Oder ist das, was wir an vielen Unis derzeit als Demonstrationsbewegung etc. sehen, ja, teilweise auch von Israel Hassan, ja, muss man auch dazu sagen, ist das, was die sagen, richtig, dass man sagt, man kann nicht ein Volk ausrotten, so wie es jetzt passiert. Man kann nicht eine praktisch eingekesselte Bevölkerung von 2 Millionen, die ja da nicht raus können derzeit, die Gefangene in ihrem kleinen Gaza-Ding sind, das ja nicht einmal halb so groß wie Wien ist, die kann man nicht niederbomben. Wolfgang, eine persönliche Antwort. Ja. Wer bin ich als 46-jähriger Österreicher, der in seinem Leben keine einzige Sekunde Gottlob Krieg erlebt hat, um hier aus dem gewärmten Studio eines sicheren und noch friedlichen Landes wie Österreich, tausende Kilometer weit von einem Kriegsgebiet, einer kriegsführenden Nation, eine Empfehlung zu geben? Also du traust also, dir derzeit da kein will, Urteil zu. Was ich dir daher sagen will, jawohl, du hast vollkommen recht, ich kann darüber nicht urteilen. Ich kann darüber, ich schaffe es auch persönlich, emotional nicht darüber urzuteilen, einerseits die Bilder zu sehen von 1200, 1400 umgebrachten Israelis, ich betone noch einmal Juden und Muslime, die zu Tode gekommen sind. Und jetzt auch die Bodycams zu sehen. Und andererseits den Vergeltungsschlag der Israelis zu bewerten. Warum? Wenn ich dir jetzt sage, was wir in den ersten Wochen gesagt haben, Israel hat das vollkommene Recht, das zu vergelten, dann gelten wir es inhuman, weil wir damit einen Persilschein ausstellen, auch Kinder und Frauen zu töten, was kein Mensch von uns will, zumindest die am Tisch nicht. Andererseits müssen wir erkennen, dass Israel pro futuro Nägel mit Köpfen machen muss, weil es kann ja nicht so sein, dass die Hamas in einem halben Jahr den nächsten Anschlag plant mit 1500 toten Israelis oder vielleicht der Hisbollah mit 150.000 Raketen ganz Israel den Chaos macht. Warum nicht? Ich möchte es dir erklären. Ich möchte nicht Ihre Redezeit beschränken. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt zweimal zur Frage komme. Genau, ja. Aber nur bei der Gelegenheit. Wir haben auf der Welt 1,8 Milliarden Muslime. 41 muslimische Staaten sind hauptsächlich im Übrigen Diktaturen, faschistoide Monarchien etc. Auf was willst du aus? Was ich da raus will, und wir diskutieren über das Existenzrecht von 9,3 Millionen Israelis. Mhm. 1,8 Milliarden Muslime, die in Ländern leben, die so groß sind mittlerweile wie ein ganzer Kontinent, mehrheitlich. Umzingeln 9 Millionen Israelis. Umzingeln 9,3 Millionen Israelis. Mhm. Okay. Daher, wo liegt meine Vernunft und meine Emotion? In dem Fall beim David. Und zwar tatsächlich und nicht beim Goliath. Weil du sagst, der und alle, die jetzt daherkommen und auf die Straßen gehen und sagen, Genozid an der armen Hamas. Alle, die jetzt plötzlich Terroristen zum Verstehen anfangen. Ich verstehe jeden, der auf die Straßen geht und für den Schutz von unschuldigen Opfern skandiert. Keine Frage.
Aber wer auf die Straßen geht und Allahu Akbar pro Hamas schreit und das Existenzrecht eines Landes mit 9,3 Millionen in Frage stellt, wo seine Religion 1,8 Milliarden am Buckel hat, da frage ich mich, ob wir in einer falschen Welt leben. Jetzt bist du dran, Sebastian, bitte. Deine Einschätzung. Hat Israel das Recht und die Berechtigung, Gaza City und den ganzen Gazastreifen niederzubomben und in Schutt und Asche zu legen, um darunter auch das Tunnelnetzwerk der Hamas auszurotten? Oder ist das zu brutal, weil es einfach jeden Tag 1000 Frauen, Kinder, Männer als Kollateralschaden gibt, als Todesopfer? Ich glaube vor allem, dass es nicht effektiv ist. Also die eine Frage ist quasi, haben Sie das Recht dazu, das zu machen? Und die andere Frage ist... Haben Sie das Recht? Das ist einmal die erste Frage. Nein, meiner Meinung nach nicht. Ich glaube nicht, dass jemand das Recht hat, mit einer Form von Massenvernichtungswaffe, und die mehr von der Präzisionsbombe ist ja bitte schon seit Jahrzehnten widerlegt und hat sich auch in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt, wenn du eine Bombe oder wenn du Raketen auf ein Wohngebäude fallen lässt oder auf ein Gebäude neben einem Wohngebäude, dann nimmst du einen Kollateralschaden in Kauf. Und wir erleben jetzt 4.000 bis 5.000 Menschen, darunter sehr viele Kinder, weil mehr als die Hälfte der Menschen, die in Gaza leben, sind unter 15 Jahre alt. Also wir haben ja dort eine unglaublich junge Population. Das heißt, da sterben wie die Fliegen die Kinder, die ohnehin schon mangelernährt sind und so weiter. Ich glaube daher... Das heißt, du hast da eine sehr umstrittene Position. Ich kenne du niemanden. Bist ein Vertreter der sehr umstrittenen Fraktion, die sagt, Israel hat nicht das Recht, die Hamas und den Gazastreifen niederzubomben. Ich finde schon, dass Israel das Recht hat, sich zu wehren. Ich bin auch der Meinung, dass Israel das Recht hat, im Gazastreifen dafür zu sorgen, dass die Hamas abgesetzt wird, dass die Hamas zerschlagen wird. Aber sie macht das ja nicht. Also wir erleben ja nicht eine Schwächung der Hamas, wir erleben ja eine Stärkung der mit der Hamas verbündeten Gruppierungen auf der ganzen Welt, vor allem auch in der Region, Stichwort Hisbollah oder andere, die ja jetzt immer stärker werden, wo es eine unglaubliche Generationen- und nationenübergreifende Solidaritätsbewegung auf einmal gibt mit den Menschen in Palästina. Und sie erreichen damit das Gegenteil von ihrem eigentlichen Ziel, nämlich die Strukturen, die für den Anschlag verantwortlich sind, zu zerschlagen. Ich glaube im Gegenteil, sie befördern durch die undifferenzierte, und das ist das, was wir ja erleben, ist ja nicht das, was Sie sagen. Sie sagen, Sie machen es sehr präzise, aber wir erleben ja tausende präzis getötete Kinder. Und ich glaube, in einer Situation, aber wo wir erleben... Aber wie willst du differenziert eine Hamas ausschalten, die sich, wie der Gerhard ja schon gesagt hat, unter Spitälern versteckt, unter Kindergärten versteckt, unter Schulen versteckt, unter Moscheen versteckt. Wolfgang, also ich glaube, die Moschee, die da gestern zerbombt wurde, genau, war glaube, ja ganz klar ein Hamas-Zentrum. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich mit einer Bodenoffensive lösen. Es wird anders nicht möglich sein. Das sagen übrigens alle, die ich kenne, die eine echte Einschätzung davor nehmen. Du wirst die Hamas aus dem Gazastreifen nicht loswerden, wenn du nicht eine Bodenoffensive machst. Du wirst weil sie nicht diese Verbrecher, nein, diese Verbrecher nehmen ja andere als menschliche Schutzschilder. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ich hau so viele Bomben hin, bis es keine menschlichen Schutzschilder mehr gibt, weil alle tot sind. Dann musst du aber auch sagen, du nimmst von den 2 Millionen Menschen, die dort leben, zig bis Hunderttausende als Kollateralschäden in Kauf. Ich glaube nur, dass damit so viele Terroristen produziert werden und dass vor allem das Einschreiten von Iran und anderen Ländern, die ja nur darauf warten, dass genau das passiert, was jetzt passiert, das ist ja das, was die Hamas, das Perfide von der Hamas war ja, dass das Ganze eine Taktik war. Das war ja nicht einfach ein Ausbruch von Gewalt. Das ist nämlich die Erzählung der Hamas, ist, das geknechtete palästinensische Volk hat sich erhoben, um seinen Unterdrücker in den Kampf gegen den Unterdrücker zu ziehen. Das stimmt ja nicht. Das, was wirklich passiert ist, die Hamas hat das akkordiert mit Iran und anderen Mächten, vorbereitet, aber nicht nur, vorbereitet und haben genau darauf abgezielt. Sie machen etwas Unverzeihliches, damit Israel dann so überreagiert und so viele Tote produziert, dass es zu einer Solidaritätsbewegung kommt, die einerseits den Westen spaltet, und das erleben wir in der Europäischen Union. Die Europäische Union ist im Gegensatz zu den USA weitaus gespaltener. Da gibt es Länder wie Spanien, die fordern die Inhaftierung von Benjamin Netanyahu, das dürfen wir nicht vergessen. Also die Europäische Union ist gelähmt in ihrer Position. Wir können maximal noch Steuergeld hinschicken, was ich auch fragwürdig finde, weil das benutzt die Hamas seit Jahr und Tag, um sich zu finanzieren.
Aber das, was wir erleben, ist, genau das Ziel, das taktische Ziel wurde erreicht. Immer mehr Menschen radikalisieren sich und von den unter 15-jährigen Palästinensern, die jeden Tag an Freund oder Familienmitglied sterben sehen im Bombenhagel der Israelis, werden hunderte neue Attentäter produziert. Und was ist das für ein Sinn? Naja. Also bei aller Verständnis für Verteidigung und für Wut, aber das löst doch kein Problem. Es macht aber noch da größere. Hast du jetzt natürlich ein bisschen deine Position geändert, weil ich kann mich an Diskussionen mit dir noch erinnern, wo du sehr klar pro Israel warst und gesagt hast, die haben natürlich das Recht, jetzt einen Gegenschlag zu machen. Und jetzt wirst du aber kritisch offen. Warum? Was ich von Anfang an gesagt habe, war, ich finde, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, aber sie haben im Gegensatz zu dem, was ich vielfach in den ersten Stunden gehört habe, nämlich wir stehen bedingungslos an der Seite. Ich habe immer gesagt, ich stehe nicht bedingungslos an der Seite von irgendwem. Was heißt bedingungslos? Bedingungslos würde bedeuten, dass wir zusehen, dass Israel macht, was immer es machen möchte, wieder die Menschenrechte, wieder das Völkerrecht, einfach weil sie das Gefühl haben, das ist eine legitime Reaktion. Nein, es gibt Bedingungen. Es gibt auch Bedingungen, die wir in einer Reaktion einhalten müssen. Und ich glaube, gerade als Österreich, als neutrales Land, haben wir die Verpflichtung, auch diese Neutralität in der Bewertung zu bewahren. Was nicht heißt, dass wir nicht solidarisch sind mit den Opfern. Was nicht heißt, dass wir nicht an der Seite von Israel stehen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, es gibt da auch nicht eine Seite, die man sich aussuchen kann, sondern man muss, jeder normale, humanistisch denkende Mensch muss jetzt auf der Seite von Israel stehen. Aber wenn es darum geht, zu bewerten, was sie jetzt gerade machen, muss ich erstens sagen, ich finde es nicht legitim, diese Form von Massenzerstörung zu machen. Und zweitens, ich glaube nicht, dass es zielführend ist. Ich glaube, die Israelis wissen ganz genau, dass sie in einer Falle stecken. Sie stecken in der Falle und deswegen ist ja auch Washington jetzt in der Situation, dass sie die ganze Zeit sagen, bitte verschiebt's auf den Sankt-Nimmerlein-Tag, den Einmarsch. Weil in dem Moment, wo die Israelis einmarschieren, wird es noch viel, viel mehr Tote geben und dann könnte das passieren, was viele befürchten, nämlich ein Dominoeffekt in der arabischen Welt. Ja. Nur was sollen Sie alternativ? Also der erste Punkt ist einmal, ich bin gegenüber Terroristen, Schlechtern, Extremisten nicht neutral. Sondern ich bin tatsächlich der Meinung, sie haben nur ein Schicksal verdient, 72 Jungfrauen. Okay? Die kommen in die Hölle. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, mit Terroristen verhandle ich auch nicht. Sie verdienen eine Kugel. Wahlweise 9 mm oder größer. Ganz einfach. Das ist, naja, das ist jetzt ein bisschen. Nein, das ist ein Grundsatz. Ja. Ich verhandle mit Terroristen nicht. Und jeder, der es die letzten Jahrzehnte falsch gemacht hat, hat in Wahrheit einen moralischen Wahnsinn begonnen. Und da bin ich tatsächlich, und das habe ich da vor 3 Wochen schon gesagt, bei Helmut Schmidt, der hat mit den Terroristen der Landshut auch nicht verhandelt. Sondern der ist in Berlin gesessen und hat das einzig Richtige getan, im Übrigen, falls ich dich daran erinnern darf. Man verhandelt mit Terroristen nicht. Ich habe aber mit einem Osama Bin Laden nicht verhandelt. Ich treffe mich auch nicht mit Mullahs in Taliban, in Kabul, mit den Talibans in Kabul. Ich treffe mich mit denen nicht. Man verhandelt mit ihnen nicht, sie verdienen Dynamit, 9 Millimeter, du kannst es dir aussuchen, was sie verdienen. Sie sind Menschen, die unsere Welt spalten wollen. Sie wollen uns umbringen, sie wollen uns unterwandern. Sie betrachten Europa mittlerweile als ihre eigene Kultur. Sie schicken uns die extremistischen Schläfer daher. Sie terrorisieren uns mittlerweile auf allen Plätzen. Sie sorgen für den täglichen Einzelfall. Sie akzeptieren unser Gesetz nicht und wollen die Scharia einführen. Ganz einfach. Und nachdem ich davon ausgehe, dass Österreich und Berlin noch kein Kalifat von Palästina ist und es auch so bleiben wird, sage ich, 9 Millimeter. Ganz einfach. 9 Millimeter. So. Und damit begegnet also man Terroristen. Wieder. Der zweite Punkt ist, da geht es um kein bayerisches Bierzeit, das sagt mir die Vernunft. Der zweite Punkt ist folgender. Erstens, die Israelis haben das Recht, ich sage die Israelis, da leben Juden und Muslime, die Israelis haben das Recht, die Terroristen auszuschalten. Die Israelis haben das Recht, jeden Einzelnen, der in der Planung oder Durchführung des 7. Oktober und darüber hinaus beteiligt war, dorthin zu bringen, wo er hingehört, 2 Meter unter die Erde oder ins nächstgelegene Krematorium. Das, was das Recht nicht inkludiert, ist, einen aktiven Angriff auf eine Zivilbevölkerung auszuüben, im Sinne von, ich bestrafe die Zivilbevölkerung, weil ich Terroristen treffen will. Das, was ein Krieg immer bedingt, ist ein Kollateralschaden. Es ist leider so. Wie die USA Osama Bin Laden verfolgen wollten und auch verfolgt haben, haben sie bei dieser Verfolgung tausende unschuldige Menschen umgebracht. Da haben alle applaudiert, haben gesagt, super, klasse. Wie sie Mubarak stürzen wollten, haben sie im arabischen Frühling in Ägypten hunderte von Kollateralschäden auf den Straßen. Bei Gaddafi dasselbe, bei Saddam Hussein auch. Das Problem ist hier in diesem Fall besonders akut. Israel darf, und da bin ich Ihrer Meinung komplett, Israel darf nicht in die Falle tappen,
darf nicht in die Falle tappen, bestialisch seinerseits, barbarisch auf die Barbarie der Hamas zu antworten und dabei so viele zivile Opfer verursachen, dass die Idioten und diese Bagage und dieser Abschaum, der auf unseren Straßen plötzlich sichtbar wird, am Ende Recht behält. Weil was skandieren denn die Narischen? Die skandieren, dass es einen Genozid an den Palästinensern gegeben hätte. So, also wir haben im Jahr 1990 1,9 Millionen Palästinenser gehabt. Heute haben wir 5,2 Millionen Palästinenser. Binnen von 30 Jahren. Jetzt frage ich mich, wo ist der Genozid? Gut. Natürlich gibt es eine Siedlungspolitik, brauchen wir nicht reden. Natürlich gibt es ständig Anschläge. Natürlich werden Menschen dort schlecht behandelt. Das sehe ich genauso. Nur jetzt ist der Zeitpunkt nach dem Hamas-Attentat, das nicht zu diskutieren. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir uns in Europa, die Israelis, die in Wahrheit nur unser Vorposten sind, uns von Hamas, Hisbollah, Islamischer Staat und allen anderen befreien, die gemütlich in einem Luxushotel in Katar sitzen, mit meinen Steuermillionen, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ihnen zur Stunde gerade der Kaviar auf ihrer Rolex neben einer Line Koks serviert wird und von dort per Computer in Israel und in Gaza unschuldige Menschen vorzuschieben, weil sie selbst zu feig sind und eher in ihrem Whirlpool mit 100 Nutten statt mit 72 Jungfrauen verbringen. Okay. So, das ist nämlich die Wahrheit von der Hamas. Bitte. Also nach diesem Amoklauf, verbalen Amoklauf. Es ist ja so, das kann ja mal gesagt werden, wer das sind. Hast du jetzt das Schlusswort, bitte? Und vielleicht können wir das in der Tonalität wieder diesem Studio und weniger am Bayerischen Bierzelt annähern, dafür bist du. Das Bayerische Bierzelt war immer für Wahrhaftigkeit. Steirische, Bayerische. Bayerische und Steirische. Aber Steirische auch, ja, bitte sehr. Also ja? Ich glaube, der Punkt ist, wir müssen aufpassen, dass wir in der Sprache nicht schon so eskalieren, dass dann die Taten nur noch eine Fortsetzung oder eine Verwirklichung der Sprachbilder sind. Also ich bin, wie gesagt, ich kann Rachegefühle verstehen, aber ich glaube trotzdem, dass der Grund, warum wir uns einen Rechtsstaat gegeben haben und wir in Europa auch versuchen, den durchzusetzen gegenüber Menschen, die versuchen, den auszuhebeln, indem sie eine Ersatzgesetzgebung implementieren wollen, was ich auch kritisch sehe. Und deswegen müssen wir immer darauf achten, dass eine Verhältnismäßigkeit da ist, aber vor allem, es geht um Effektivität. Mir geht es vor allem um das. Ich diskutiere nicht darüber, ob es legitim ist, Hamas-Terroristen zu töten. Nein, brauchen wir nicht drüber reden. Also ich glaube, das gibt es eine angemessene Bestrafung in dem Fall und da gibt es einen Angriff und da gibt es einen Gegenangriff. Aber wenn wir doch schon wissen, dass die menschliche Schutzschilder nutzen, wenn wir schon wissen, dass das so ein eng verbautes Gebiet ist, dass du de facto auch mit der präzisesten Präzisionsbombe trotzdem unglaublich Kollateralschäden. Ja, also vor allem, weil Menschen, die unten drunter sind. Ja, sowieso. Das ist ja der Schmäh an genau, der Sache. Genau, das haben sie ja über Jahrzehnte in ihrem Tunnelsystem. Genau. Ja? Also es funktioniert einfach nicht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, weil ich bin ganz Ihrer Meinung, ich halte es auch für sinnbefreit, jetzt Israel eine Empfehlung zu geben, wie sie ihr militärisches Vorgehen steuern sollten. Aber die Frage ist, wie agieren wir als Europäische Union? Weil da sind wir schon ein Teil davon. Und wenn wir in den letzten Wochen und Tagen immer wieder eines gehört haben, dann, dass die Europäische Union zwar der größte Geldgeber ist in dem Bereich und Milliarden geflossen sind in die Palästinenserhilfe, meiner Meinung nach durchaus auch zu Recht, aber es andererseits, wir merken, dass wir überhaupt nichts zu sagen haben dort und wir offensichtlich auch überhaupt keinen Einfluss auf das haben, was dort passiert. Glaube ich schon, dass wir uns jetzt die Frage stellen müssen, wie gehen wir mit unserem Steuergeld in weiterer Folge um? Erstens in der Region und zweitens auch und gegenüber den Verbündeten dieser Länder. Was ist deine Forderung? Ich bin der Meinung, es gibt einen Punkt, an dem muss man den Geldhahn abdrehen. Also ich sehe das ganz radikal, weil die das heißt aber Union dann, dass die 2 Millionen, die jetzt in den Süden geflüchtet haben, nichts mehr zum Essen haben. Nein, ich glaube, man muss denen eine Möglichkeit geben. Wenn du den Geld dann abdrehst, werden die ausgetrocknet. Ich glaube auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sie für ihre Versorgung in der Region sorgt, dass man Abkommen schließen kann mit Ländern aus der Region, die vergleichsweise stabil sind und so versuchen kann, ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber was ich nicht machen möchte, ist, also erstens will ich nicht 2 Millionen Palästinenser nach Europa holen. Das glaube ich, ist überhaupt keine Lösung, sondern eher eine Verschlimmerung für alle Seiten. Noch möchte ich, dass der Zustand, wie er jetzt ist, weitergeht. Ich will nicht mehr zuschauen müssen, wie auf der einen Seite Kinder und Frauen niedergebombt werden oder die nächsten 10 Jahre dann immer wieder irgendwelche Terroristen aus dem Gazastreifen oder vielleicht immer noch aus dem Westjordanland oder von der Hisbollah aus dem Libanon Israelis abschlachten. Es muss jetzt endlich was passieren. Also, und ich glaube, ich glaube, dass die zögerliche globale Politik ohnehin nächstes Jahr zu einem Ende kommt, weil ich fürchte,
dass wir in den Vereinigten Staaten einen dramatischen Machtwechsel erleben werden. Ich glaube, dass Donald Trump momentan wirklich gute Aussichten hat. Trump ist der Meinung, in 24 Stunden hat er das friedlich erledigt. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, friedlich weiß ich nicht, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, das ist der Punkt, er hat es erledigt. Ja? Ob das eine gute Lösung ist oder nicht, aber es wird eine Lösung geben. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Weil Donald Trump ist einer, den ich jetzt nicht für seine Donald Trump ist einer, der prinzipiell der Meinung ist, mit Geld kann man alles regeln und in diesem Fall aber ich meine, wie viele Milliarden noch? Darf ich ganz kurz etwas sagen? Warum hat die Hamas am 7. Oktober angegriffen? Die Hamas hat ja nicht angegriffen, weil sie das seit 75 Jahren unterdrückte Volk verteidigen will. So ist es. Sondern die Hamas hat im Auftrag der Hisbollah, die im Auftrag des Irans angegriffen, genau. Weil Iran ins Hintertreffen geraten ist, weil Saudi-Arabien Israel anerkennen wollte. Genau. Das heißt, es hat zwischen Saudi-Arabien und Israel, nicht zuletzt durch Donald Trump im Übrigen, eine Annäherung gegeben, der mit den Geldhähnen gespielt hat, Richtung Israel und Richtung Saudi-Arabien. Genau. Die Saudis waren kurz davor, Israel anzuerkennen. Es wäre zu einem Friedensvertrag gekommen. Und die gesamte arabische Welt hätte sich gegen den Iran in Wahrheit verbrüdert. Und was macht der Iran? Er befiehlt der Hisbollah, die der Hamas, diese Friedensverhandlungen zu stören, indem sie 1200 Israelis umbringen. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt, über die ja keiner redet. Aber das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Was tun, lieber Wolfgang? Deine Frage ist vollkommen richtig. Nur jetzt sage ich dir Folgendes. Wir als Europäer, wir als Österreicher, wir als Deutsche, wir als Kroaten, Spanier, Slowenen etc. sind nicht dazu da, 90, 100 oder 200 Millionen nach Palästina, also in diesen Gazastreifen oder ins Westjordanland zu überweisen, weil nach dem Motto, nur durch die europäische Hilfe können dort Menschen überleben. 48 mehrheitlich muslimische Staaten mit 1,8 Milliarden Muslimen sind nicht in der Lage, 2 Millionen Palästinensern zu helfen. Wenn alle 1,8 Milliarden Muslime nur einen Euro heute in dieser Sekunde geben, dann ist Palästina, der Küstenstreifen mit 30 Kilometer Länge und 10 Kilometer Breite, das reichste Land gemessen an seiner Fläche. Also wir Europäer sollen wieder die Idioten sein, weil Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Dubai, Katar lieber die eigene Gold-Rolex kauft mit unserem Geld, das wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit denen abtragen oder weil irgendwelche Bling-Bling-Weiber nach Dubai in den Sommer fahren und damit den Terrorismus finanzieren. Entschuldige. Naja. Also das kommt ist nicht jetzt in Frage. Schon sehr gewagt, dass jemand, der nach Dubai fährt, den Terrorismus finanziert. Das muss man den Leuten sagen. Da bin ich der Meinung. Bitte. Die Leute, die glauben, dass wenn sie nach Dubai fahren oder nach Katar fahren oder in den Oman fahren, in sogenannte Demokratie fahren, die sollen sie einfach einmal die Dubai-News, die ich gelesen habe, sich anschauen. Nein, ich sag's dir nur. Das sind alle geblendet von den bisschen Shops dort unten, von einer Skipiste in der Wüste und kapieren gar nicht. Die sollen lieber noch in die Toskana fahren und unsere Kulturgüter. Geschichte, aber von dort kommt ja derzeit unser Gas, wie wir wissen. Ja, weil ja die Frau, weil ja die grüne Umweltministerin Eleonore Gewessler das russische Gas als zu blutig empfunden hat und dafür das reingewaschene, blutige Gas das Hamas-Katar kauft. Gut. War nicht die Frau Gewessler im Schleier beim Großmufti von Katar und hat gesagt, bitte, bitte, bitte Gas, weil du bist so eine moralische Instanz. Das Katar ist das Land, das der gesamten Hamas-Führung 6 Sterne Luxushotels zur Verfügung steht, wo die Wanzen gerade alle leben, währenddessen ihr eigenes Volk krepiert. So, das war wieder mal eine sehr emotionale Großschluss für die erste Runde, aber eine sehr gute erste Runde. Bedanke mich, war spannend, weil wir das diskutiert haben, was derzeit alle diskutieren, nämlich wie ist die Rolle Israels? Darf man, muss man auf der Seite von Israel stehen, auch wenn es Tausende und mittlerweile bald Zehntausende zivile Opfer, Kinder, Frauen gibt? Oder muss man sagen, schon langsam Schluss mit dieser Bomberei? Das ist die spannende Frage. Und die spielt natürlich jetzt auch voll nach Österreich herein, denn hier gibt es natürlich diese zwei Fraktionen. Diejenigen, die klar auf der Seite von Israel stehen, diejenigen, die Palästinenser-Demos veranstalten am Stephansplatz und wo immer. Und darüber redet man gleich. Sind diese Palästinenser-Demos legitim, vielleicht sogar richtig, oder sind die illegitim, weil hier mehr oder weniger eine Nazi-Bande, sprich die Hamas, verteidigt wird? Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt.
Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Zweite Runde im Dienst aktuell. Zweite Runde bei Gerald Groß gegen Sebastian Bornmänner. Freue mich, es wieder moderieren zu dürfen. Und das gleich mit einem besonders emotionalen Thema, nämlich dem Krieg Israel-Hamas und der Frage, ist das, was die Israelis machen, berechtigt? Ist das erlaubt? Muss das von uns unterstützt werden? Weil wir hier doch zum David, wie du gesagt hast, zu den Schwächeren, zu den Überfallenen helfen müssen. Oder ist das mittlerweile eine Überreaktion? Ist das vielleicht sogar schon ein beginnender Völkermord, wie manche Demonstranten derzeit sagen? Wir haben viele Pro-Palästina-Demos, mittlerweile deutlich mehr als Pro-Israel-Demos. Das ist weltweit so. Das heißt, die Pro-Palästina-Demos überwiegen. In Amerika gibt es mittlerweile ein sehr starkes Engagement der Zivilbevölkerung gegen diese Demos. Dort sagt man, das, was die Hamas gemacht hat, war eigentlich SS. Ja? Nämlich eine Schläger- und Mörderbande hat wieder einmal jüdische Bürger überfallen und ermordet, indem man, so wie früher, in deren Wohnungen hineingegangen ist und halt nicht so wie früher mit dem Schlagstock geprügelt, sondern gleich mit der MG geschossen hat. Ist vielleicht ein heftiger Vergleich, aber nicht ganz daneben, würde ich sagen, sondern kann man durchaus diskutieren. Und deshalb sagt man in Amerika, wer für Palästina demonstriert, demonstriert für die SS. Auch ein sehr heftiger Vergleich, aber auch diskussionswürdig. Darf man, lieber Gerald Groß, für Palästina, damit auch für die Hamas, demonstrieren oder darf man das nicht? Gehören diese Demonstrationen verboten? Der Karner ist ja da ein bisschen in einem Zwiespalt, nicht? Was muss er eigentlich erlauben, meinungsfreiheitsmäßig? Was muss er verbieten, weil hier also definitiv Dinge vorgetragen werden, die faschistoid sind. Überblickt die Situation intellektuell nicht. Als Mitarbeiter vom Strasser, ja. Das ist aber ein eigenes Problem. Er hätte im Engelbert-Dollfuss-Museum bleiben sollen. Wirklich? Ja, wirklich. Das kann er, da kann er ein bisschen anstauben, die Orden vom Dollfuss ist in Ordnung. Also aber, bis jetzt hat er sich in der Situation Nein. Ich lasse da keinen außer. Vor allem lasse ich nicht den Nehammer und den Kahner alle und die Edstadler und alle mit ihren Krokodilstrainern raus, die jetzt jeden Tag in die Kamera reinlachen und sagen, um Gottes Willen, wir haben so viel Antisemiten bei uns, wir haben so viele Antisemiten. Wir wussten das doch nie. Und seit 22 Jahren steht die ÖVP den Innenminister und hat alle Antisemiten einerlassen. Und die Mikl Leitner ist im Antisemitenlager Dreiskirchen gestanden mit dem Blumenstrauß und gesagt, kommt her, meine lieben antisemitischen Freunde. Und jetzt stehen sie da alle, der Herr Merz, dessen Frau Merkel das Unglück angerichtet hat, und jetzt stehen sie alle da und sagen, wir haben so viele Antisemiten. Natürlich, pro Israel, wir sind alle Israel, wir sind überall Israel-Flaggen, hängen die auf, die größten Feinde der Israel ins Land geholt haben. Die Heuchelei hält ja nicht mehr aus. Und die von Herrn Nehammer und die von Herrn Kahner, von Herrn Merz und von Herrn Scholz, von der linken und sogenannten scheinbürgerlichen Bagage hält ja nicht mehr aus. Die Frage war wir ja haben Folgendes. Nein, die Frage war wenn ja einer nicht, auf die Straße den Nehammer ausholst, das wissen wir eh, dass wenn einer auf die Straßen geht und sagt, ich demonstriere für Friede auf der Welt, sage ich, super, gratuliere, hat's verstanden. Wenn einer auf die Straßen geht und sagt, ich demonstriere für die Opfer des Angriffs der Hamas und ich demonstriere für die Kriegsopfer des Vergeltungskrieges im Gazastreifen, sage ich, ja, super. Wenn einer mit Palästinenserflaggen auf die Straßen geht, sagt, es gibt kein Israel, es darf nur das eine Palästina geben vom River to the Sea, nämlich vom Fluss Jordan bis zur See, so, bis zum Meer. Es darf kein Israel mehr geben. Wenn einer skandiert, die Juden gehören umgebracht. Wenn Plakate aufgestellt werden, ich weiß ja nicht, ob du das siehst, in Deutschland beispielsweise, wo der Davidstern in einen Müllkübel geworfen wird, make the world clean, säubere die Welt vom Davidstern vor den Juden. Ja, dann entschuldige ich mich, da frage ich mich, sind wir jetzt zwischen 33 und 45 wieder? Was? Dann werden Geschäfte eingeschmissen, beschmissen, dann werden mitten vom Brandenburger Tor schreien sie alle Alu Akbar und der Rechtsstaat schaut weg. Dann frage ich mich, sag mal, weißt, ich habe einmal ein Buch geschrieben. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, der Islam gehört nicht zu Europa. Mittlerweile stellt sich die Frage nicht mehr, Europa ist ein Teil des Islams geworden mittlerweile, kommt mir vor. Ich komme mir vor wie auf den Straßen von Kabul.
Naja, Entschuldigung. Na gut. So, die Frage wenn man Israel fragt, die Frage war, gehören diese Pro-Palästina-Demonstrationen verboten? Nein. Oder sollen sie erlaubt sein? Nein, wir sollten sie stattfinden lassen. Wir sollten bei diesen Demonstrationen die Personendaten alle aufnehmen und anhand dieser Personendaten der Teilnahme bereits die ersten Abschiebungen einleiten. Und alle, die teilgenommen haben, haben in Wahrheit europäische Werte nicht verstanden. Es ist so, sie haben die Aufklärung nicht verstanden, sie haben das säkulare Staatensystem nicht verstanden, sie haben die Demokratie, die Frauenrechte, die homosexuellen Rechte, sie haben in Wahrheit gar nichts verstanden. Also, sie hängen sich an den Hals von Islamisten. Sage ich, dann nehmen wir von ihnen die Personaldaten auf, bestellen bei der ÖPP viele große Züge und Busse und Vorradeln und die El Aladdin und einen fliegenden Teppich und sagen, bravo! Damit. Ja. Wir kommen jetzt alle drauf, also, dass wir Integrationsprobleme haben. Das lösen wir. Das ist natürlich wieder mal Gerald Groß, wie er leibt und lebt. Na, das lösen wir. Der sagt, jeder, der an der Demo teilnimmt, wird abgeschoben. Ich sage das jetzt zum dritten Mal in der Sendung. Sagst, 2007 hat der venezianische Bürgermeister gesagt, jeder, der am Markusplatz Alu Akbar schreit, wird erschossen. Ja. So, also, ich weiß nicht, wenn da jemand sitzt und sagt, die können einen Zug verfrachtet in Österreich. Das ist auch gewisse historische Parallel. Also gut, aber bleiben wir am Boden. Ich bin nicht auf dem Zug fixiert. Ja, okay, wunderbar. Wenn man einen Frachtflieger vom Bundesheer kriegt, die funktionieren. Okay. Die funktionieren. Also, jetzt bleiben wir beim Thema. Wenn sie nicht funktionieren, bleiben wir beim Thema. Ja, nicht bei ihren guten Fantasien. Ja. Also, erst einmal muss man festhalten, dass die ÖVP kläglich daran scheitert, die jüdische Mitbevölkerung zu schützen. Also wenn die es nicht einmal schaffen, zwei Polizisten abzustellen, um den Tempel in Wien zu schützen und dort irgendwelche Leute in, keine Ahnung was für einer Verwirrung, Fahnen runterreißen können oder in Salzburg schon zum dritten Mal runterreißen, in Linz zum zweiten Mal und die das nicht hinbekommen, ein Gebäude zu schützen, in einer Zeit, wo wir eine totale Explosion antisemitischer Vorfälle in Österreich und in ganz Europa haben, dann ist es eine Bankrotterklärung für die Politik. Aber man sieht da auch, wie ernst es die ÖVP bzw. das Innenministerium mit der Solidarität mit der jüdischen Community nimmt. Erstens. Zweitens, wir wissen, dass wir seit Jahrzehnten nicht nur importierten, sondern homemade Antisemitismus und Rechtsextremismus in Österreich haben. Ich bin froh, dass du das auch angesprochen hast, dass das, was die Hamas macht, in Wirklichkeit eine Form von Rechtsextremismus ist. Weil letztlich Das die Amerikaner so sehen. Ich sehe das genauso. Ja. Ich sehe das ganz genauso. Also mir war das immer schon zuwider und ich fand es total seltsam zu glauben, dass der radikale Islam irgendwas mit links zu tun hätte. Die sind genauso rechts wie die Neonazis. Die haben genau die gleiche Vorstellung, krude Vorstellung davon, dass es irgendwie eine überlegene Rasse gibt oder eine überlegene Kultur gibt und so weiter. Das ist immer das gleiche Gedankengut. Und ich glaube, das, was Sie Heuchelei angesprochen haben, Herr Groß, ja, ich finde, wir erleben momentan sehr viel Heuchelei auf unterschiedlichster Ebene. Ich finde aber auch die Heuchelei von denen, die Abgrenzungsschwierigkeiten mit dem Antisemitismus nachweislich in Österreich seit Jahrzehnten haben, wo es immer wieder dazu kommt, dass Leute die Hand zum Hitlergruß heben und das fotografisch festgehalten wird und diese Leute dann in Koalition gehen mit solchen Leuten und ihren Parteien, halte ich auch für extrem schwierig. Aber meine Frage, Sebastian, die ich auch dir noch stellen will, war ja ganz konkret, gehören diese Hamas-Demonstrationen, wie wir sie derzeit am Stephansplatz erleben, also diese Pro-Palästina-Demonstrationen, gehören die verboten? Muss man die verbieten? Darf man die verbieten? Oder muss man die der Meinungsfreiheit erlauben, weil es müssen Leute die Möglichkeit haben zu sagen, ich bin für Palästina? Schau, ich glaube, es ist genauso schwierig und perfide, wie wir das bei den Corona-Demos gesehen haben. Da hast du eine überwiegende Mehrheit von Menschen, die, egal ob man deren Ansichten jetzt teilt oder nicht, aber am Boden des Rechtsstaates ihre, meiner Meinung nach, wirren Ansichten äußern. Und in dieser Gruppe von Verwirrten und Verirrten hast du rechtsextreme Antisemiten und Holocaustleugner gehabt, die mit dem Judenschein rumgerannt sind und Hitlerbilder hochgehalten haben. Und diese Leute gehören meiner Meinung nach beamtshandelt. Diese Leute gehören, wie sie richtigerweise sagen, festgestellt, es braucht Personenfeststellungen und es braucht eine Anklage und es gehört weggesperrt. Wer nicht im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft ist... Das war jetzt aber auch von dir aus ein sehr starkes Statement, das ich noch einmal festhalten will. Du bist der Meinung, dass jeder, der an so einer Pro-Palästina-Demonstration teilnimmt, ein Verirrter oder ein Verwirrter ist, hast du jetzt gerade gesagt. Nein, ich habe das in Bezug auf die Corona-Demos gesagt. Du hast das gesagt. Ich habe gesagt, dass diese Corona-Demos so waren. Die Hamas-Demonstrationen gefallen. Aber ganz ehrlich, wer sich in einer Situation, und insofern stimmt das schon, wer sich in einer Situation, wo
über 1400 Menschen auf die bestialischste Art und Weise ermordet wurden. Da wurden Babys geköpft. Okay? Benennen wir die Dinge beim Namen. Also in so einer Situation die Notwendigkeit verspürt, auf die Straße zu gehen, wissend, dass dort Menschen sind, die Israels Existenzrecht absprechen, wissend, dass er damit zum Resonanzkörper von Antisemitismus wird, muss meiner Meinung nach mit Strafen rechnen können. Will ich, dass diese Menschen, die ja zum Großteil österreichische Staatsbürger sind, abgeschoben werden, wäre mir nicht unrecht, ehrlich gesagt, aber das wird halt unsere Rechtsrahmen nicht hergeben. Aber die, die österreichische Staatsbürgerinnen und Bürger sind, gehören meiner Meinung nach festgestellt, angeklagt, weggesperrt. Und die, die nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben... Jeder, der an Demonstrationen teilnimmt, gehört weggesperrt. Ich glaube, wenn Demonstrationen inzwischen ein Ausmaß angenommen haben, wo wirklich Antisemiten... Und ich finde, da hat Österreich eine besondere Verantwortung geschichtlich. Natürlich, ja. Natürlich. Ich glaube, es darf nicht mehr sein. Wir dürfen diese erste Stufe, und deswegen war ich auch so emotional bei den Corona-Demos, ich glaube, wir dürfen dem Rechtsextremismus, dem Neonazismus und dem Antisemitismus nicht Tür und Tor öffnen. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, da reicht es nicht mehr, zuzuschauen und zuzulassen, weil da gehen ja auch die Leute vorbei, da schauen ja auch Kinder zu. Die sehen, dass es möglich ist, am helllichten Tag in Wien, gerade in Wien, wo Menschen deportiert wurden, dort jetzt zu sagen, die Juden sind nicht lebenswert oder keine Ahnung was. Ich glaube, da muss der österreichische Rechtsstaat irgendwann einmal eine Antwort finden und die wird irgendwann nicht mehr reichen in der Identitätsfeststellung im Nachhinein, sondern in der Untersagung. Aber wissen Sie, Sie haben vollkommen recht. Und ich möchte das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Alle, die da demonstrieren, Israel das Existenzrecht absprechen, quasi Terror mit Humanismus verwechseln, genau. Unterstützung des Terrors dazu missbrauchen, ihren versteckten Antisemitismus meistens auch unter der Israel-Kritik zum Ausdruck zu bringen, können entweder weggesperrt, wenn es Österreicher sind, oder abgeschoben. Bin ich genau der Ihrer Meinung. Wir beginnen bei der Sozialistischen Jugend Vorarlberg, bei der Sozialistischen Jugend Alsergrund, bei der Kommunistischen Partei Graz, bei der Kommunistischen Jugend Österreichs, bei der SPD, bei der SED, bei den Linken und bei den Grünen. Aber jetzt bin ich voll Ihrer Meinung. Entschuldigung. Nein, da muss ich jetzt unterbrechen. Ohne die jetzt verteidigen zu wollen. Aber die sprechen ja nicht Israel das Existenzrecht ab, sondern die sagen ja, wir demonstrieren, wir empören uns über das Wegschlachten von tausenden wehrlosen Einwohnern des Gazastreifens, die dort nicht einmal flüchten können. Ich sage nur, was deren Meinung ist. Und ich muss doch eigentlich das Recht haben, als freier Bürger in dem Land zu sagen, ich bin dagegen, dass die Israelis diese Palästinenser in Gaza Stadt abschlagen. Wolfgang, ich weiß, warum du es sagst. Ich sag's nur, um es zu sagen. Ich sag dir auch, warum du es sagst. Du bist ein alter Unterstützer des Bruno Kreisky, was ja eine ehrenwerte Geschichte ist. Du hast sogar für ihn Wahlkampf gemacht. Was auch eine ehrenwerte Geschichte ist, weil ich den Bruno Kreisky für einen großen Architekten des Grundbaus unserer Republik halte. Aber was wir derzeit erleben, ist das Scheitern des Bruno Kreiskys, das ihr euch als Generation Kreisky euch nicht eingestehen wollt. Es ist in Wahrheit das Scheitern dieser Zwei-Staaten-Lösung, die er gegen Golda Meir sogar betrieben hat. Stichwort, sie hat nicht einmal ein Glas Wasser gekriegt. Ich darf dich nur daran erinnern. Es ist deine Generation. Ich habe mir die Geschichte die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr genau angeschaut. Und ich habe über die 75 Jahre geschaut. Die letzten 3000 Jahre. Ich habe aber trotzdem mich missverstanden. Aber nein. Und jetzt weiß ich, dass in der linken Reichshälfte... Ich habe gefragt, darf man diese Position... Wolfgang, lass mich ausreden. Und jetzt weiß ich, dass in der linken Reichshälfte der Trennungsschmerz über die verloren gegangene Zwei-Staaten-Lösung, die im Übrigen vom Sozialisten Guterres vertreten wird, vom Sozialisten Joseph Borrell vertreten wird, dass das besonders wehtut. Daher verstehe ich auch einen Einsatz. Ist in Ordnung. Nein, ich akzeptiere das. Also wenn du so einen Blödsinn über mich sagst, muss ich mich schon wehren können. Ich muss ja als Moderator immer Frage stellen dürfen, du bist ob man als Essier vor Arlberg sagen darf, es soll kein Wegschlachten. Ich darf dir erklären, Wolfgang, oder nicht, nachdem du ja nominiert Position bist, du bist nominiert mit der goldenen Kamera für besondere Objektivität in der Geschichte der Zweiten Republik, das wissen wir alle, deswegen möchte ich dir auch nicht zu nahe treten. Aber kommen wir nochmal zurück. Also, schauen, wenn die Sozialistische Jugend Vorarlberg zu einer internationalistischen, sie hätten eine gleich internationalsozialistischen dazu bringen können, Kundgebung pro Palästina aufruft und in Wahrheit die Opfer Israels nicht sieht, kein Posting dazu absetzt, kein Wort dafür findet, die Greta Thunberg zwei Wochen lang in ihrem Asperger-Wahn schläft, aber dann plötzlich sagt,
Palästina ist so arm. Alle von Grönemeyer, Lindberg, die ganzen A- bis Z-Promis, die letzten drei Wochen alle ihr Maul halten, die sonst immer die Sonntags-Antifaschisten geben, Konzerte vergrölen, die 2015 bei den Bahnhöfen gestanden sind, mit Teddybären die Antisemiten begrüßt haben, dann darf ich auf diese Heuchelei aufmerksam machen. Wenn die Kommunistische Partei Graz, Herr Dr. Bormena, ich weiß, das tut Ihnen besonders weh, im Gemeinderat der Stadt Graz dagegen stimmt, dass die Flagge Israel... Aber jetzt hängt sie. Warum? Weil es die ÖVP überstimmt hat. Ja? Und woher kommt es? Ausgewaschen ist sie heute, weil es geregnet hat, aber sei es drum. Die KPÖ sich dagegen wehrt, dann sage ich, jetzt ist genau Folgendes passiert. Es ist der alte sozialistische Israel-Hass, der immer so versteckt unter Israel-Kritik war, weil man sich gern den Mullahs an den Hals geworfen hat, die sozialistische Internationale, der kommt jetzt als purer Antisemitismus raus. Und deswegen finde ich besonders skurril, und nur deswegen habe ich es gesagt, dass der Herr Bormena, und ich habe kein Verständnis für Rechtsextreme, aber die Hamas mittlerweile ins rechtspopulistische Lager rückt. Herr Dr. Bormena, der Unterschied zwischen internationalem Sozialismus und nationalem Sozialismus war noch nie so klein, wie man ihn jetzt bemerken kann. Noch nie so klein. Nämlich, dass die sogenannten Israel-Feinde, die die letzten Jahre im Übrigen auch von der Kultusgemeinde in Deutschland, in Österreich, überall, als solches fälschlicherweise diffamiert worden sind, die sind, die in dieser Situation in Wahrheit treu an der Seite Israel stehen also und den Terror verurteilen, Okay. Währenddessen die Sozialisten Parteiausschlüsse machen müssen, weil es lauter Antisemiten im Roten Feld sind. Jetzt ist genug. Das muss man. Jetzt möchte ich schon eins sagen. Wenn wir erleben, wenn der Oskar Deutsch, ich zitiere ihn gerne noch einmal, was der über manche in der FPÖ gesagt hat. Ich halte ihn für einen der schlechtesten Präsidenten der Kultusgemeinde. Aber er hat trotzdem, also entschuldigen Sie, können nicht auf der einen Seite die jüdische Kultusgemeinde als Referenz herannehmen, wenn es Ihnen gerade taugt. Und dann, wenn ich Ihnen ein Zitat gebe. Die jüdische Gemeinde her, aber nicht die Führung. Ja, genau. Also immer das immer so, wie Sie steht wollen. Immer auf der falschen Herr Gross, Seite. Herr Gross, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie der jüdischen Gemeinde nicht vorschreiben, wer für Sie spricht, und Sie als Nicht-Jude sollten... Haben Sie vollkommen recht. Wunderbar. Und daher habe ich immer der jüdischen Gemeinde gesagt, sie soll uns nicht vorschreiben, wer Kanzler wird in dem Land. Aha. Ganz einfach. Gut. Aber Herr Gross... So ganz einfach erklärt. Gottes ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Lieber Herr Gross, ich glaube, dass es der jüdischen Kultusgemeinde und ihrem gewählten Präsidenten, mehrfach gewählten Präsidenten, schon zusteht, wenn er sagt, dass dort Keller-Nazis sind. Okay. Ich glaube auch... Dann lassen wir den Kardinal Schönborn in Zukunft über die österreichische Bundesregierung entscheiden. Also wenn die Glaubensgemeinschaften meinen, sie müssen sich in Tagespolitik einmischen, dann lassen wir es. Vielleicht haben die Evangelien oder die Zeugen Jehovas. Okay, ich erkläre es Ihnen noch einmal. Herr Gross, ich versuche es noch mal zu erklären. Nein. Hört mal endlich auf mit der Religion und mit der Politik. Was wir in Israel gerade sehen, ist ja das böse Gross, Gemisch zwischen Religion und Politik. Lass mich jetzt ausreden, bitte. Okay? Ich habe es auch ausreden lassen. Also, du sagst, du bringst deinen Punkt auf den Punkt. Der Punkt, den ich auf den Punkt bringen möchte, ist, dass ich Sie sagen, es wäre die FPÖ, es wären die zu Unrecht des Antisemitismus in den letzten Jahren, Jahrzehnten bezichtigt worden wären, diejenigen, die jetzt am treuesten an der Seite Israel stehen, behaupten Sie. Ich erinnere Sie daran, was ich an Postings unter Herbert Kickels Loyalitäts- und Treueschwüren gelesen habe, nämlich Verschwörungstheorien, antisemitische ohne Ende, die über viele Stunden nicht gelöscht wurden. Das habe ich auch fotodokumentiert und viele andere auch. Ich erlebe, dass ein Herbert Kickl mit einer Alice Weidel gemeinsam zu einem Sender geht, wo Verschwörungstheorien antisemitische verbreitet werden. Also jetzt so zu tun, als wäre die Freiheitliche Partei der große Israel-Freund, muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, Sie werden in der jüdischen Gemeinde und nicht nur in der Vertretung, sondern auch in der Gemeinde grundsätzlich wahrscheinlich ganz wenige Leute finden, die glauben, dass die FPÖler ihre Freunde sind. So. Punkt. Herr Dr. Bormena, das können Sie nachher sagen. Okay, können Sie nachher darauf reagieren. Und zweitens, was hat die Hamas mit Sozialismus zu tun? Ist es sozialistisch, kleine Kinder umzubringen? Nein. Das sind Terroristen. Nein, ist der Yasser Arafat jetzt am 7. Oktober in Israel einmarschiert? Ich glaube nicht. Also, nein, aber das, also, was Sie gerade machen... Also wenn New York Times schreibt, die Hamas sind in Wahrheit die neuen Faschisten, dann ist das nicht das ganz ist es. Falsch. Das glaube ich nämlich auch. Aber das ist die New York Times, die Hamas-Propaganda übernommen hat, wo nach im Spital 500 Tote gefunden wurden. Das haben alle gemacht. Dabei waren am Parkplatz 15 Autos. Herr Gross, das ist die New York Times. Du weniger New York Times lesen, das ist vielleicht einmal gescheiter. Lies dein eigenes Kasplattl, ist manchmal, wie ich es auch tue,
Schuhe bist du manchmal besser informiert als mit der eigenen New York Times. Aber Dr. Bannmänner, Sie haben jetzt eh lange... Nein, wissen Sie, wo wir das ein Problem haben? Einen Satz möchte ich schon sagen, weil wir wirklich sehen, wo das Problem in Wahrheit liegt. Sie machen parteipolitische Kleingeldwechsel am Rücken der Toten Israel. Nein, Herr Dr. Bannmänner, komplett sind. Na sicher. Der Ariel-Musikant ist beim Herbert Haupt ein- und ausgegangen. Gut. Und, also, naja, und alle haben erklärt, und alle und mit Jörg hat er diskutiert. Jörg Haider genannt? Und mit ihm hat er auch geredet. Also wie wurde er von ihm genannt? Wir haben die jüdischen Friedhöfe saniert. So, wir haben die Restitutionsgesetze gemacht. Was glauben Sie, wenn man das gemacht hat? So mit Schattenmännern? Aber Herr Dr. Bannmänner, wissen Sie, was ich für ein Problem habe? Und das kommt jetzt genau, und das kommt jetzt genau zum Ausdruck. Sie bringen es mit der Kultusgemeinde, also mit der Führung der Kultusgemeinde. Ich bin ein Freund der jüdischen Gemeinde, aber Funktionäre geben wir nicht so viel. Ich bin ja in keiner Partei mehr. Ich mag diese Hierarchie dann nicht mehr. Aber wissen Sie, was wir für ein Problem haben? Wenn wir nach Israel blicken, wenn wir nach Gaza blicken, nach Palästina, nach Teheran, nach Syrien, Damaskus etc., dann haben wir es immer zu tun, dass es eine illegitime Vermischung zwischen Religion und Politik gibt. Wir sehen im Nahen Osten immer diese unerträgliche Vermischung zwischen Religion und Politik. Daher habe ich, und diese Vermischung zwischen Religion und Politik, die wir im Übrigen als Christentum aus der Aufklärung heraus, Stichwort Voltaire, schlagen Sie nach, überstanden haben, weil wir unsere Reinigung durchgemacht haben. Bei uns gibt es keine Chefmullers der katholischen Kirche, die bestimmen, wer in dem Land Politik macht. Das müsste ja kein Bischof in dem Land aussehen, wie man Politik macht. Nein. So. Wie bitte? Ja, Herr Dr. Bannmänner, und die Kreuzzüge sind auch 500 Jahre vorbei. Nein, das das, was wir derzeit vorbei, sehen, das, was wir seit derzeit sehen, ist diese unerträgliche Verquickung im Nahen Osten zwischen Politik und Religion. Und das erspare ich keiner dieser Gemeinschaft. So, wir sind am Schluss dieser Runde. Ich möchte aber trotzdem noch einmal. Beim Likud finden Sie wahrscheinlich mehr Anhänger noch einmal, als sonst wo. Das kann ich auch sagen. Ja, der Likud ist aber auch keine Linkspartei. Schon aber die Regierungspartei ist Israel. Ich möchte es trotzdem noch einmal zusammenfassen. Ja? Wir sind der Meinung, dass Israel hier Opfer ist, überfallen wurde und jedes Recht hat, sich zu verteidigen und die Hamas auszuschalten. Wir sind der Meinung, dass das, was die Hamas macht, in Wahrheit faschistisch ist. Jawohl. Ja? Und zwar grauenvoll. Terroristisch. Weil es nicht mehr so wie früher mit Knüppeln, sondern halt mit Maschinengewehren und mit mörderischen Dingen ist. Also das, was hier passiert ist, ist grauenvoll. Du bist allerdings auch der Meinung, dass das nicht rechtfertigt, dass man ganz Gaza Stadt zerbombt. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, warum du Menschen, die sagen, ich demonstriere jetzt dafür, dass in Gaza Stadt nicht Menschen umgebracht werden, warum du die sofort ausweisen willst. Weil die vertreten ja zum Teil deine Meinung, die übrigens nicht ganz meine ist. Ja, ich schaue mir diese ganzen Demonstrationen vom Brandenburger Tor in Wien, in Graz sehr genau an. Ja. Ich beobachte die Lage sehr genau. Ja, genau. Ich bin den ganzen Tag auf TikTok unterwegs, auf Facebook, auf Instagram. Das sind Anti-Israel-Demonstrationen. Das sind keine Demonstrationen. Das sind Anti-Israel-Demonstrationen. Genau. Der armen Bevölkerung, genau, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wir hier, sondern das da geht es ja darum, dass man Israel auslöscht. Und entschuldige, da bin ich bei Dr. Bannmänner. Da haben wir besondere Verantwortung. Darf man gegen diese doch relative Kriegsbrutalität der Israelis, darf man da demonstrieren? Oder darf man da nicht demonstrieren, weil man eben Gefahr läuft, sich in ein, antisemitisches und auch sonst Lager zu begeben? Ich habe gesagt, das ist eine gute Gelegenheit. Du sagst, man darf nicht seit zwei Wochen zu demonstrieren, sie sollen es auch. Man soll die Daten aufnehmen und dann die nötigen Abschiebungen. Na gut, das ist mein voller Ernst. Na ja, gut, blöd das ist nicht herunter. Ja, wir hätten gleich einmal ein paar tausend Radikalisierte beieinander, die wir in Wahrheit und unserer Gesellschaft nicht brauchen. Es wird endlich Zeit, Weizen von der Spreu zu trennen. Alle es gibt Leute in unserem Land, es gibt Muslime in unserem Land, die sich integriert haben, die super drauf sind. Und die jetzt aufstehen mit der geballten Faust und dann noch dazu aufrufen in den Social Medias, aufrufen, Geschäfte zu ruinieren, sich gegen den Rechtsstaat aufzulehnen, lehnen. Abschirm. In Deutschland gibt es den ersten TikTok-Radikalisierten. Den haben sie heute hops genommen. Der sitzt in einer Abschiebezelle und ab damit. Und im Übrigen, alle, die Gaza helfen wollen, sage ich, super, alle nach Gaza. Wir organisieren ihnen die alten Herkulesmaschinen. Wir hoffen, dass sie funktionieren. Das ist bei Österreich nicht immer so ganz der Fall. Aber sie heben eh nicht ab, wegen der Lampe halt nicht funktioniert. Du würdest alle Demonstranten nach Gaza haben. Ich sage gleich, die sollen gleich vor Ort helfen. Okay. Ja? Ja. So. Ein typischer Groß, lustig wie immer. Überhaupt kein Problem. Das macht diesen Dienstagabend ja spannend, auch wenn es eigentlich um sehr ernste Dinge geht. Ich gebe Ihnen ein Schweizer Überlebensmesser. Genau.
Na, Gott sei Dank. Mit der Lupen sollten sie also durchkommen. Gott sei Dank haben wir dann sollten sie sich einmal selber überlegen, für wen es auf die Straße Gott sei Dank geht. Haben wir immer hier ein bisschen ein bayerisches Bierzelt über dem Fellner live errichtet. Satire. Apropos bayerisches Bierzelt. Wir werden heute noch über die AfD reden. Wir werden heute noch über die SPÖ und den Herrn Babler reden. Wir werden aber als nächstes gleich über unseren angeblichen Basti Fantasti reden. Über die Frage, wie hat er sich in seinen ersten 3 Prozesstagen geschlagen? Wie stark ist er jetzt schon wieder als Geschäftsmann unterwegs? Im arabischen Raum übrigens, interessant. Denn er fährt jetzt genau nach Katar und nach Saudi-Arabien, nur so nebenbei. Und wie sehr hat er eigentlich jetzt nach diesem Prozess Comeback aussichten? Läuft da alles auf einen Freispruch raus oder läuft eher alles auf eine Verurteilung raus? Das gleich bei Fellner Live. Fellner Live. So, also Israel hat uns so beschäftigt, dass wir es jetzt noch in der Werbepause heftig nachdiskutiert haben. So, jetzt aber Schlussstrich. Nächste Woche wird weiter diskutiert. Jetzt kommen wir zur österreichischen Innenpolitik, wo die große Welt in der kleinen nicht ihre Probe, sondern ihr Kabarett hält, könnte man sagen. Denn bei uns ist es ja immer noch lustig, während es eigentlich weltweit derzeit alles zum Weinen ist. Lustig bei uns ein Prozess gegen einen ehemaligen Kanzler, der gemeint hat, wegen der Sache muss er zurücktreten und dann auch zurückgetreten ist. Und jetzt vor Gericht steht und eigentlich draufkommt, ist eh alles nicht so arg, was er da gesagt hat. Und eigentlich überhaupt nicht verständlich, warum er damals zurückgetreten ist, etc. etc. Wie siehst denn du die ersten 3 Tage Kurzprozess, lieber Sebastian Bornmähner? Na, ich fand es schon sehr interessant, dass einige von seinen engsten Vertrauten ja zum Teil jetzt Schuld auf sich genommen haben und dann mit einem blauen Auge davongekommen sind. Da hat man dann aber auch gemerkt, in was für Sphären diese Menschen unterwegs sind. Also die dürften ja irgendwie, weiß nicht, 100.000 Euro Pension pro Monat oder so kriegen. Also unglaublich, was da zum Teil eine Funktionärselite... Du sprichst von der Bettina Glatz-Kremsner, der ehemaligen Casino-Vorstandsvorsitzenden, die auch Parteivize. Genau, Multifunktionärin, eine klassische ÖVP-Multifunktionärin, die offensichtlich die Notwendigkeit verspürt hat, dort irgendwie Schuld auf sich zu nehmen. Vielleicht ist es ja auch der Weg von anderen einzugestehen, dass man etwas falsch gemacht hat. Die Frage ist, wird Kurz, und er scheint ja eine Dreifachstrategie oder eine Mehrfachstrategie zu fahren, in dem Versuch quasi nicht politische Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich glaube, das zielt ja alles darauf ab, warum will jemand um jeden Preis seine politische Weste scheinbar reinhalten, wenn er mit der Politik abgeschlossen hat. Also das ist ja, dieser ganze Prozess zeigt ja, wie sehr Sebastian Kurz nach wie vor... Na gut, dass er nicht freiwillig gern verurteilt wird, ist ja, glaube ich, normal, oder? Nein, aber ich meine, aber er könnte auch einfach sagen, er hat etwas falsch gesagt. Sogenannte Aussagenotstand, da wird er nicht verurteilt. Dann darf er quasi, dann räumt er zwar ein, dass er was Falsches gesagt hat, und das wäre eine politische Schmach für ihn, aber es wäre strafrechtlich seine Strategie sein. Werden wir sehen. Ich glaube eher, er wird darauf abzielen, so lange wie nur irgendwie möglich, sich rauszureden. Er hat sich nicht erinnert, er war schlecht vorbereitet, was auch alles er an Argumenten vorbringt. Und in Wirklichkeit ist es ja erbärmlich, das Bild, das Sebastian Kurz und seine Getreuen da vorgeben. Weil sie ja in Wirklichkeit dahin schwimmen zwischen, einmal sagte er, er hat K-Hirn wie ein Nudelsieb, Zitat, dann wiederum demonstriert er, dass er offensichtlich da nicht nur Nudeln durchpassen durch das Sieb, sondern, ich weiß nicht, Cannelloni. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass diese Partie, weil das kannst du nicht mehr Partei nennen, diese Partie versucht immer noch alles, was sie verbrochen hat, und ich meine das jetzt in einem politischen und nicht in einem strafrechtlichen Sinne, klein zu reden und so zu tun, als wäre das vollkommen normal gewesen. Also es geht ja letztlich bei dieser ganzen Causa um die Frage der Vetternwirtschaft, des parteipolitischen Filters, also genau das Gegenteil von dem, wofür Sebastian Kurz eigentlich gewählt wurde. In diesem Prozess geht es ja nicht letztlich darum, im Substrat, ob er nah oder nein oder ob er jetzt tatsächlich dieses eine Wort gesagt hat oder nicht, sondern es geht letztlich darum, hat Sebastian Kurz das gemacht, was er versprochen hat, nämlich einen neuen Stil zu leben, oder hat Sebastian Kurz das, was die Parteien alle über Jahrzehnte gelebt haben, noch auf die Spitze getrieben und in Wirklichkeit sich da quasi einen Feudalstaat gebastelt. Und meiner Meinung nach ist er nicht in der Lage, das zu entkräften, auch wenn er sich mit allen möglichen Tricks und Strategien entsprechend bemüht. Gerhard Gross, deine Bilanz der ersten 3 Tage Kurzprozess. Naja, die Verteidigungsstrategie von Sebastian Kurz ist in sich zusammengebrochen, würde ich sagen. Am Anfang war es ja die Methode, ich habe mich keiner falschen Zeugenaussage schuldig gemacht.
Der Justizausschuss hat mich zu dem doppelten Nana gedrängt und eigentlich ist das eine Frage für Germanisten, aber keine für Staatsanwälte. Das war mal der Fall bis vor einer Woche. Nun erleben wir plötzlich, dass Sebastian Kurz wichtigste Vertraute, nämlich seine Stellvertreterin zum damaligen Zeitpunkt als ÖVP-Parteichefin, Bettina Glatz-Kremsner, vor Gericht ihren Fehler einbekennt, nämlich den gleichen Fehler, der Sebastian Kurz vorgeworfen wird im Übrigen, und sie als Unbescholtene mit einer Diversion, mit einer Strafe von über 100.000 Euro davonkommen will, nicht rechtskräftig. Also, zuerst sind ja die drei Musketiere. Zuerst sind die drei Musketiere hineingegangen. Sie hat ja auch bei der Staatsanwaltschaft Wolfgang, hättest gesagt. Du die Güte, als objektivster Journalist des Landes mir zuzuhören? Danke. Als erster gehen die drei Musketiere hinein und sagen, wir sind alle unschuldig. Unschuldslämmer. Wir sind die Verfolgten der Justiz. Es ist, die Ostküste hat sich gegen uns verschworen. Die gesamte Welt hat sich gegen uns verschworen. Die Echsenmenschen, die Freimaurer, alle haben sich gegen den armen Basti verschworen. So. Dann bockt die erste aus, sitzt einmal drinnen und sagt, Diversion, 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 patsch. Dann kommt der zweite, Bonelli, Kabinettschef, der ja auch zuerst tönen ließ über seinen Chef, die Welt hat sich gegen uns verschworen, und sagt jetzt plötzlich Aussagenotstand. Also die berufen sich jetzt darauf, das musst du auf der Zunge zergehen lassen, vor dem Urschuss möglicherweise gelogen zu haben, weil sie sich nicht selbst belasten wollten mit der Antwort, ja natürlich haben wir Posten geschachert. Wobei der Aussagenotstand nicht gilt, weil Postenschacher leider in der Republik nicht der Straftatbestand ist. Das heißt, das, was die jetzt zwar hinwollen auf den Aussagenotstand, funktioniert auch nicht. Das heißt, die gesamte Strategie, Wolfgang, dort hineinzugehen und sagen, das ist alles nur ein Widerspruch, das ist ein Missverständnis, es tut uns so leid, hat sich jetzt seit der Strategieänderung des Herrn Suppan, des Rechtsanwalts der ÖVP, der Ersatzmitglied des österreichischen Verfassungsgerichtshofs ist. Ja und? Na und? Also beim Herrn Rami waren wir uns alle beiden der gleichen Meinung. Sonne, Mond und Sterne dafür, dass er Verfassungsrichter ist. Also dass ein Verfassungsrichter einen ehemaligen Kanzler gegenüber einem Landesgerichtsrichter vertritt, ist indiskutabel, möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Danke dir, lieber Wolfgang. So, und jetzt haben wir folgende Situation. Jetzt sitzen sie dort wie die zwei Mohikaner und sagen, Aussagenotstand. Also besonders mutig schaut das jetzt nicht aus. Das Schöne an dir ist ja, dass du zwar sehr jugendlich wirkst, aber in Wahrheit ja Jahrzehnte politischer Erfahrung am Buckel hast. Ja? Erstens einmal, deine politischen Dinge gehen ja zurück, wie du uns immer wieder erklärst, in die berühmte Ära Haupt. Ja? Ja. Ja? Die ja eine besonders, wie soll man sagen, bist du noch da? Oder? Natürlich, selbstverständlich. Nein, ich habe nur recherchiert. Okay. Ich recherchiere nur das, weil es ist ja Ober, bitte die Minder. Sie sind ja bekannt dafür, Herr Kraus. Das Baby möchte gewickelt werden und ein Flaschen. Also, hier Fake News. Nein. Ich tue nur eine Fake News. Ich wollte checken. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, das geht zurück in die Ära Haupt. Also, das war ja Schüssel und Vorschüssel und noch Schüssel. Das ist Apparatschik durch und durch. Willst du uns sagen, dass in der Ära Schüssel kein Postenschacher betrieben wurde? Natürlich. Und dann wäre keiner. Natürlich was? Selbstverständlich. Oder natürlich, Natürlich schon. Natürlich hat es in der Regierung Schüssel, natürlich hat es in allen Regierungen der letzten Jahrzehnte Sideletters gegeben, wo man sich Personen und verschiedenste Kreise, verstaatsnahe Betriebe etc. mit Vertrauenspersonen des jeweiligen Kanzlers und besetzt hat. Umso mehr hat es mich in Wahrheit irritiert, dass der Kanzler dort sagt, er hat mit dem gar nichts zu tun. Ja, das aber der Kurz hat ja vom Urschuss seine Selbstentkleidung gemacht. Wir sind uns ja einig, dass seit Kreisky es keinen Kanzler gibt, der nicht den ÖBAG-Chef bestimmt hat, logischerweise. Am Kreisky war es noch der Verstandliche. Und auch zu Recht. Ja. Und der Föst-Chef. Ja, genau. Und das ist im Übrigen eh schief gegangen. Die sozialistische Personalpolitik von Herrn Kreisky, weil der hat in Wahrheit uns die ganze Föst hingemacht, die ganze Verstaatlichte ist baden gegangen und wir haben es dann privatisieren müssen. Aber sie die ÖAG-Chefs waren immer aus seiner Feder. Und nachher dann ich darf aber jetzt zur Ehrleitung Folgendes sagen. Vom Franitzky, vom Feimann. Ich darf dir aber etwas sagen. Und die zweite Frage, die ich noch dazu stellen will, damit ich dich dann nicht unterbrechen muss, ist es nicht so, dass in dem Urausschuss immer gelogen wurde. Ich meine, seit wann ist denn dort die Wahrheit gesagt worden? Und ist es nicht so, dass dieser Urausschuss immer eine Inquisition eher war und mit einem Gerichtsverfahren aber sowas von überhaupt nichts zu tun hat? Beim Gerichtsverfahren werden keine Wurstsemmeln gegessen, es wird nicht gelacht, es wird nicht derjenige, der aussagt, lächerlich gemacht, etc. etc. Also, sind hier nicht zwei Dinge Punkt einer Anklage,
die eigentlich lächerlich sind, weil es das in der Republik seit Jahrzehnten genauso gibt? Also erstens möchte ich einmal die babylonische Sprachverwirrung aufdröseln. Inquisition ist etwas ganz was Hervorragendes. Es bedeutet nichts anderes als die Untersuchung bei gleichzeitiger Anhörung des Beschuldigten. Das heißt, die Inquisition, auch wie du sie verstehst, war in Wahrheit im Rechtsverständnis ein weiter Vorsprung, weil vorher hat man verurteilt, ohne den Beschuldigten zu hören. Bei der Inquisition hat man wenigstens vorher zugehört und er konnte sich verteidigen. Das ist einmal der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, die Inquisition natürlich ist, hat der Untersuchungsausschuss etwas Inquisitorisches. Er untersucht. Und natürlich hat er etwas Kritisches, weil meistens die Opposition der Regierung gegenüber sitzt. Und natürlich hat er etwas Populistisches, hin und wieder etwas Demagogisches, weil im Untersuchungsausschuss meistens die brillantesten Rhetoriker drinnen sitzen. Da ist in meiner Zeit sind in den Untersuchungsausschüssen der Peter Pilz gesessen, der mal gleich sein Veitel gerichtet hat. Dort ist der Josef Tschapp gesessen, der sein Veitel gerichtet hat. Da ist der Ewald Stadler gesessen, der sein Veitel gerichtet hat. Da sind die sogenannten Parlamentarier gesessen, die halt seziert haben, den politischen Gegner. Und natürlich war der Urschuss immer etwas, wo du auch politisch, parteipolitisch Meter gemacht hast. Aber jetzt möchte ich dir eines sagen, auf deine erste Frage hin, wurde im Urschuss nicht immer gelogen? Nein, seitdem die Wahrheitspflicht gemäß wie der Strafprozessordnung, dass der Zeuge unter Wahrheitspflicht auszusagen hat, auch für den Untersuchungsausschuss gilt, ist es tatsächlich immer öfter vorgekommen, dass aufgrund von einzelnen Aussagen, die dann widerlegt wurden mit der Zeit, auch der Urschuss, also die Parlamentsdirektion, ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage angestrengt haben. Und ich möchte wirklich etwas bitten. Natürlich wissen wir, dass in dieser Republik gelogen und gestohlen wird. Darüber sind wir uns einig. Und das vor allem gebackelt wird. Gebackelt, gelogen, gestohlen. Liebenstein betrügen. Geschachert wird. So, das wissen wir. Kurkuch, die Republik der Diebe. Hm? Ja, genau. Hat er recht gehabt. Und ich habe den Kurkuch im Übrigen sehr geschätzt. Großartiges Buch. Alle so, haben ihn geschätzt. Und das ist einmal der erste Punkt. Wir wissen, dass gelogen und gestohlen wird. Aber wir wissen, dass vor Gericht und vor dem Urschuss nur dort, nicht bei Wahlkampfreden, nicht bei Regierungserklärungen, nicht bei parlamentarischen Anfragen, nirgends, aber vor Gericht und vor dem Urschuss die Wahrheitspflicht besteht. Und dass dort ein Straftatbestand heraus sich entwickelt und ein Delikt entwickelt. Und ich sage noch einmal, die falsche Zeugenaussage vor Gericht, wie auch vom Urschuss, ist für mich kein Kavaliersdelikt, sondern die, die dafür verurteilt werden oder dessen schuldig gemacht werden, sind zu echten. Der Meinung wo immer. Spannender Punkt. Sebastian. Ob sie geächtet werden sollen? Nein, du sollst jetzt sagen, wie der Prozess ausgeht. Ja, also wird es mit einer Verurteilung von Kurz enden oder wird es mit einem Freispruch enden? Was ist dein Gefühl nach den ersten drei Tagen? Ich glaube, und das war mein Gefühl von Anfang an, dass es da nicht zu einer Verurteilung kommen wird. Ich glaube, dass nach und nach, wie Glatz-Kremsner oder andere, ein Ausweg gefunden wird, um sich irgendwie aus der Affäre rauszustellen. Und am Schluss wird das Ganze übrig bleiben als eine Sache, wo ganz viele Menschen sich denken, ganz sauber ist das nicht gelaufen, aber nachweisen konnte man es ihm halt nicht. Also ich glaube, dieser ganze Prozess war in der Hinsicht, wenn es wirklich darum ging, ihn zu verurteilen, wird es kein Erfolg gewesen sein. Es wird aber insofern trotzdem ein Erfolg gewesen sein, in einer politischen Betrachtung, weil aus meiner Sicht jetzt offensichtlich wird, dass Sebastian Kurz in keinster Weise für das steht, was er immer gesagt hat. Und zwar nicht nur in den Chats, sondern wo er maßgeblich eher das Narrativ verbreitet. Es wurde über ihn gesprochen oder es wurde quasi einseitig Sachen geschickt. Und wo er jetzt im Nachhinein, das ist ja besonders grotesk und auch dafür ist diese Verhandlung ganz wertvoll, weil er jetzt auf einmal sagt, das, was er dem Herrn Schmidt geschickt hat, wäre anders verstanden, hätte er anders verstanden. Also quasi diese Aussage, kriegst eh alles, was du willst, Bussi Bussi, wäre der Versuch gewesen, ihn ruhig zu stellen oder ihm zu sagen, dass er nichts bekommt. Also total widersprüchliche Aussagen. Und ich glaube, die Menschen, die sich das aufmerksam anschauen, und das werden wahrscheinlich nicht sehr viele sein, sind inzwischen auch der Meinung, dass Sebastian Kurz in keinster Weise einen neuen Stil pflegt, aber dass wahrscheinlich strafrechtlich nichts übrig bleibt. Du meinst, er hat insofern gegen seine Wahlversprechen versprochen, weil er gesagt hat, kein Postenschacher und mehr Ehrlichkeit in der Politik. Ganz genau. Und jetzt wissen wir, oder wir sehen es, wir vermuten es, es gibt inzwischen sogar schon Spielfilme und Dokumentationen, die dem nachgehen, dass Sebastian
Kurz ein System gemeinsam mit Getreuen aufgebaut hat über viele Jahre, beginnend eigentlich in der JVB, also in der jungen ÖVP, das letztlich darauf basiert hat, dass er überall Menschen auf gewissen Posten hatte, die herumgeschachert haben in einem politischen Sinne, damit sein Aufstieg vorangetrieben wird. Ja, aber seien wir nicht böse, das ist das Wesen der Politik. Das hat der Bruno Kreisky so gemacht, das hat der Franitzky so gemacht, das hat insbesondere der Werner Faymann so gemacht. Ja, also der hat alles mit seinen Leasingern deswegen wurde er zu Recht auch ausgebuht am Rathausplatz, da war ich dabei, und wurde dann mit nassen Fetzen aus dem Amt gejagt. Aber das war sie kurz. Entschuldigung, Herr Barber, Nein, aber was man schon sagen muss, ist, der Werner Faymann ist nicht angetreten mit dem Spruch, ich bin der neue Stil. Der Werner Faymann ist der Inbegriff des Systems, das er zum Teil mit kreiert hat und die Personifizierung einer gewissen Machenschaft innerhalb der politmedialen Bubble. Aber der Punkt ist vielmehr der, warum diese Enttäuschung so groß ist und warum diese auf der politischen Ebene die Entlarvung des Sebastian Kurz so dramatisch ist, ist, weil er ja als Gegenmodell angetreten ist. Und du hast natürlich vollkommen recht, in der ÖVP, in der FPÖ, in der SPÖ, FPÖ übrigens in die Schwarz-Blauen, ich meine, das war ja ein Selbstbedienungsland, auch teilweise von den Blauen, was man da in unzähligen Prozessen erlebt haben und Ermittlungen. Aber das, was Kurz versprochen hat, war, ich anders. Und jetzt merken wir, anders heißt nur, ich mache es noch schlimmer als die, die ich kritisiert habe. Jetzt ist der Klarheit dran, Schlusswort. Freispruch oder Verurteilung von Sebastian? Also am Anfang habe ich geglaubt, Freispruch. Und zwar, weil ich geglaubt habe, dass diese germanistische Sprachverwirrung ihm nicht zum Verhängnis wird, seitdem aber mittlerweile Glatz Kremsner bereits umgefallen ist, möglicherweise Herrn Bonelli. Naja, wenn sie die Diversion annimmt, ist sie von ihrer Unschuld nicht mehr überzeugt. Das würde ich als angebotene Diversion verstehen. Weil die 100.000 Euro als Sportler sie allein an Anwälten, weil ungefähr so viel kosten die Anwälte. Kann sein. Du kannst es. Hast du recht? Hast du recht? Auch das ist eine Überlegung. Jetzt werden wir schauen, ob das natürlich auch so der versucht, alle in die Diversion zu treiben, damit der kein Urteil entsprechen muss. Aber jetzt bist du dran. Also, die Glatzkremsner nimmt die Diversion an und ist von ihrer Unschuld nicht überzeugt gewesen. Sonst hätte sie ja das gewinnen können und wäre freigesprochen worden. Und ja, wäre es unbeschuldet. Das gilt ja jetzt auch. So, das Zweite ist, der Bonelli gibt schon, ja, vielleicht Fehler, Aussagenotstand, der Kurz, super Anwalt auch, Aussagenotstand. Aber es gibt etwas anderes, was mich stört, und ich weiß daher nicht, ob wir jetzt bei der Schlussrunde sind. Vorige Woche stirbt der Justizsektionschef Dr. Pilnacek. Ja. Denn ich persönlich 20 Jahre im Parlament, 5 Jahre, ich 4 Jahre im Justizausschuss zwischen 2009 und 2013 kennengelernt habe, als durchaus versierten, fachlich hochqualifizierten Juristen, der durchaus seine Fehler gehabt hat. Ich möchte aber jetzt gar nicht darüber näher eingehen, weil über Tote auch nichts Schlechtes, und ich glaube, dass bei manchen das positive Erbe durchaus überwiegt. Aber dass der Kurz dann als Angeklagter diesen dramatischen Todesfall des Pilnacek hernimmt, um damit eine justizielle Verteidigungsstrategie wiederzufahren, ist für mich nicht nur dekutant, aber darüber können wir auch anders mal diskutieren. Es ist für mich ein Zeichen der Schwäche. Musst du auf einen vor Stunden Verstorbenen zurückgreifen, wo Angehörige unter Schock stehen, um ihn in eine politische Debatte zu holen, um sich selbst reinzuwaschen? Das habe ich nicht mies nur mies gefunden, das ist aber eh sei Sache. Man könnte natürlich sondern die Frage stellen. Ich habe das als besonders schwach empfunden. Und da habe ich gemerkt, hoppla, da ist mehr im Busch, und Kurz checkt mittlerweile selbst aufgrund der Fragen des Richters, aus denen möglicherweise dann eine gewisse Linie heraus erkennbar ist. Na, so einfach wie das Volksfest im Waldviertel wird die Nummer nicht. Gut, sehr spannend. Man könnte aber, und da sind wir jetzt am Schluss dieser Runde, natürlich auch die Frage stellen, ist Kurz dann nicht ins Fadenkreuz einer Politjustiz geraten, einer brutalen Politjustiz geraten, die letztendlich den Herrn Pilnacek am Gewissen hat? Der Herr Pilnacek war natürlich der Vertreter der Politjustiz schlechthin, weil er ja der Vertreter der schwarzen Politjustiz war. Allerdings jetzt, wie du ja selber weißt, ist eine rot-grüne Politjustiz am Werk, die den Herrn Pilnacek sozusagen... Also, erledigt hat. Ich will jetzt kein Ärgerwort verwenden. Ich war vier Jahre lang Mitglied des Justizausschusses und Justizsprecher meiner Fraktion, als nicht Jurist, durch den Abgang von Eberstadl ins EU-Parlament. Schau, was ich erlebt habe in dieser Zeit, ist Folgendes. Die Wiener Staatsanwaltschaft ist rot, die Oberstaatsanwaltschaft ist schwarz.
Die Korrupte, also die WKStA, ist rot bis links, im Übrigen von einem ehemaligen grünen Nationalratsabgeordneten Walter Geier als erster geführt worden. Infiltriert, würde ich sagen, mit vielen netten Menschen, meistens mit dem Namensvorsatz Genoss in Magistra etc., also alle aus der linken Reichshälfte kommen. Und ich kenne, kann mich im Gegensatz zum Dr. Bornmänner, der nicht einmal mehr weiß, von wem wir reden, weil da waren es wirklich zu klein, an den Hannes Jarolim erinnern, der irgendwann einmal in die im Jahr 99 damals... Ich kenne den Hannes. Naja, der ein Protokoll verfasst hat, wo er den Bund Sozialistischer Akademiker auffordert, mit Leuten aus der SPÖ Justizpositionen zu besetzen. Bruderschule nennt man das. Das heißt, die Justiz in Österreich wurde immer missbraucht von Rot und Schwarz. So von Blau wirklich nicht. Da gibt es keinen einzigen. Oder den kannst du mit der Lupe suchen. So der blaue Justizminister. Es hat genau, ich darf nur, es hat der blaue Justizminister gegeben, aber weißt du, was ich an meine größte Kritik an den blauen Justizministern ist? Zumindest an einem, dass der ausgerechnet die Schwarzen besetzt hat. So, die Frage war eine andere. Ich wollte dich nicht zu einer historischen Tour de Horizon. Nein, aber ich kann mich erinnern. Ich wollte nur fragen, ist Kurz nicht hier möglicherweise auch Opfer einer Politjustiz? Also ich glaube einmal einer rot-grünen Politjustiz, der Kurz, so wie Kurz, der Herr Pinnacek letztendlich Opfer einer rot-grünen Politjustiz wurde. Nein. Oder also, eines rot-grünen Chaos in der Justiz wurde. Das vielleicht viel eher. Und am Ende muss ich eines sagen. Sebastian Kurz ist ein Opfer, zweifelsohne. Der ist auf die Welt gekommen und hat Opfer geschrien. Und heute seine Lieblingsspeise ist die Opferrolle. Ja? Und ist in Türkis gefüllt. Das ist ein wahrliches Opfer. Der rennt durch die Welt und sagt, ich bin ein Opfer, ich bin ein Opfer. Ich kann aber nicht so viel wie der Jörg Heiner. Nein, ich darf nein, der Jörg war wie anders. Der Jörg war einer, der hat groß ausgeteilt, und auch eingesteckt. Sag ich da. Und also, kein Schluss ist 35 Jahre. Und ich bitte Sie wirklich, haben Sie bitte den Respekt, den Namen eines Jörg Haiders, der 35 Jahre auch ein Architekt dieser Republik war, wenn er Ihnen auch nicht gepasst hat, mit dem Kurzzeitkanzler Urwaschel Dumbo aus Kleinwalsertal, nicht in einem Atemzug zu nehmen. Ja, ich bitte Sie wirklich. Das darf man schon historisch. So, erster Punkt. Nein, historisch nicht, weil der eine ist eine Randnotiz der Historie, der wird irgendwo als Fußnotiz vorkommen und der andere war ein echter Gigant der Republik, darauf lege ich Wert. So siehst aber du ich komm, so war er. Gut. Und jetzt kommen wir zurück. So. Erstens, er ist einmal ein komm Opfer. Ja, ich komme zum Punkt. Ich Opfer jetzt, der er ist ein Opfer der Politik. Ja oder nein? Naja, schau. Es gibt da eine Theorie. Ja. Die Theorie lautet, Sebastian Kurz soll im kleinen Kreis angekündigt haben, wir da schlagen oder teilen oder vernichten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihrerseits dann in einer Sitzung, in einer Besprechung gesagt, den Hund holen wir uns, bevor er uns umbringt. Behauptet ja der Bonelli. Und ich bin mittlerweile der Meinung, tatsächlich war es so. Ja, die Korruptionisten bei den Türkisen haben gesagt, wir müssen die Korruptionsermittler ausdämpfen, weil wir sind ja wie die Christdemokraten in Italien eine zutiefst korrupte Partei. Die ÖVP kannst du ja noch die Mafia-Paragrafen mittlerweile. Geh, jetzt hören Sie nicht. Komm zum Punkt. Komm zum Punkt endlich. Die Korrupte hat gesagt, das lassen wir uns nicht bieten, den schießen wir ab. Gut. Aber sie also haben ihn abgeschossen, wir haben ihn abgeschossen. Sie haben ihn nicht abgeschossen, den Kurz, weil sie Delikte kreiert haben, sondern sie haben ihn abgeschossen, weil zufälligerweise Akten spazieren gegangen sind, die ja auf schwarz und weiß, wie zum Beispiel die Chats bewiesen haben, dass es mit der Moral des Herrn Kurz nicht weit hergeholt ist. Und jetzt was anderes. Den Schluss wird jetzt der Sebastian. Und der Pinacek ein Opfer von Rot-Grün. Wisst ihr was? Ich glaube, ich war nie ein Freund von ihm. Ganz im Gegenteil, leidenschaftlich kaum gegrüßt. Er hat geschaut, dass er wegschaut, ich habe geschaut, dass ich wegschaut. Wir haben uns eigentlich nicht gemacht. Der Tote hat aber für mich so etwas Endzeitmäßiges, dass ich sage, erstens, ihm wurde sicherlich übel mitgespielt. Das möchte ich bei der Gelegenheit schon sagen. Er hatte seine Fehler, zweifelsohne. Die legitimiert aber nicht, dass ein Mensch emotional so sich ins Eck gedrängt fühlt, dass im Ende dann nur mehr der Tod als Erlösung erscheint. Das ist alles, was ich zum Fall Pinnacek. Du hast das Schlusswort.
In Bezug auf Bilnacek? Nein, auf Kurz und die Frage, ist er Opfer einer Politjustiz und ist auch Bilnacek das Opfer einer Politjustiz? Also ich glaube, Sebastian Kurz ist Opfer seiner eigenen Gier nach Macht geworden und ist am Ende des Tages darüber gestolpert, dass nicht alle, die ihn grad an Professionalität gelebt haben, in seinem Kosmos den Ehrentag gelegt hat, weil ohne das Handy von Herrn Schmidt wären wir auf vieles nicht draufgekommen. So ist es. Aber wir haben dort halt auch erkannt und in anderen Dokumenten, dass der Herr Bilnacek eine besonders unwürdige Rolle gespielt hat, weil ich bin schon der Meinung, dass man von Polizisten und von Justizmitgliedern, also von den Menschen, die eigentlich für unsere Sicherheit und für den Rechtsstaat verantwortlich sind, mehr erwarten können muss. Und wenn wir merken, dass da mutmaßlich, oder ich glaube, es wurde eher erwiesen, Dokumente weitergegeben wurden. Und wenn wir hören, dass da offensichtlich eine so starke parteipolitische Nähe gab, dass eindeutig die Grenze der Befangenheit überschritten wurde, dann muss man das auch so benennen. Und ich halte überhaupt nichts davon, dass man eine postume Verklärung von Menschen macht. Also ich halte es nicht für gut, jemanden, der etwas nachweislich Schlechtes gemacht hat, nur weil er gestorben ist, quasi dann heilig zu sprechen und zu sagen, Schleier über alles, was er gemacht hat, weil dann können wir nicht daraus lernen. Und ich glaube, wir müssen aus der Causa Bilnacek Kurz, aus der Verstrickung der parteipolitischen, der Justiz mit der ÖVP etwas lernen. Wir müssen besser werden als Staat. Und ich glaube auch, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie können wir zukünftig sicherstellen, und da geht es mir gar nicht um irgendeine besondere Farbe, weil ich sehe weder die ÖVP als eine Mafia, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Gross, weil ich kenne ganz viele Menschen, auch in den Bundesländern der ÖVP, die nicht so sind. Nein, das ist mir wichtig, weil wir haben es auch nicht verdient, sowas zu hören. Genauso wenig glaube ich, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft rot ist oder was auch immer. Also ich glaube, das würden sich die Roten wünschen, aber das ist schon lange vorbei. Ich glaube, dass wir eine Justiz brauchen, wo die besten Köpfe und wo Menschen sitzen. Wie im Parlament gesprochen. Nein, wollen Sie in Zukunft Wahlkampf reden heute? Ja. Nein, war ja eine wunderbare. Wir brauchen die besten Köpfe. Nein, das stimmt doch. Wir brauchen die besten Köpfe. Ich hab's schon. Der Biedermann und Brand, der Vertreter der Brandstift, der sagt, wir brauchen die besten Köpfe. Ich hab's doch satt, dass in der Justiz. Nicht einmal in der Justiz sind, dass Sie ihre politischen Reden am Vormittag schreiben. Nein, nicht nur das. Wir haben vor allem ein Riesenchaos dort, wie wir wissen. Ja, und wir sehen ja an der Causa Bilnacek, wie sich diese Justiz bekriegt, statt aufzukehren. So, das war die dritte Runde. Kurze Werbepause. Ich weiß nicht, wie oft Sie neue Farbe wechseln wollen, aber ich habe Sie ja mal so als solches vernommen. Herr Gross, so oft, wie ich möchte. Ja. Wissen Sie, was ich wähle, was ich gerade Bock habe, im Gegensatz zu Ihnen. Hier auftreten, Sie haben ein Kadaverkarosser. Können Sie als Ersatzchamäleon in Schönbrunn auftreten? Sind schöne Tiere. So. Mein super Engagement bei uns. Tolle Tiere. Zahlen wir Eintritt in Schönbrunn für Sie. Ich kann es sich anschauen. Jeden Tag zwei neue Farben. Sehen Sie beide Herren noch auf Fellner Live, und zwar jeden Dienstag. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann kommt der offiziell letzte Akt, aber das ist meistens nur der vorletzte, weil wir noch einen Tag abhaben. Wir haben eine besonders lustige Causa noch zu besprechen, das ist die Causa Rot, die Causa Babla. 11.11., Faschingsbeginn, just für diesen Tag hat diese Partei ihren Parteitag anberaumt. Besser kann man es ja nicht treffen. Und warum das der 11.11. ist, darüber reden wir gleich. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, letzte Runde, und jetzt wird es wirklich wichtig, lustig. Jetzt geht's um den Fasching. Öfter. Faschingsbeginn, wie könnte man denn besser feiern als wie mit einem SPÖ-Parteitag? Genau. Nachdem, was wir da beim letzten Mal erlebt haben, mit dem Auszählungsspaß und allem drumherum. Es war doch schon sehr lustig, und das soll offenbar diesmal noch getoppt werden, denn diesmal tritt sozusagen als Faschingsprinz Andreas Babler auf und will seine Partei dort neu erfinden. Das Problem ist, dass leider eben einige den Fasching versalzen wollen, nämlich der Herr Toskonzil und der Herr Ludwig. Das heißt, wir stellen jetzt fest, und du bist ja eigentlich ein Babler-Fan, dass der Andreas Babler eigentlich vor dem Scherbenhaufen seiner Partei steht, weil mehr gestritten, als wie dort jetzt gestritten wird, ist schon lange nicht worden. Und wenn ich diese Partei richtig kenne, dann heißt es ja, dass, wenn der Herr Ludwig sagt, ich ziehe mich jetzt zurück aus dem Präsidium, heißt es, wer den Kerl beim nächsten Parteitag streichen will, frisch drauf los. So verstehe ich das. Wie verstehst du das? Nicht nur das, sondern es gibt ja ein zentrales
Reformprojekt, das Andi Babler auch zur Chefsache erklärt hat, und das ist die Direktwahl des Vorsitzenden. Und wenn wir sehen, dass Michael Ludwig quasi der Wiener Partie die freie Hand gibt, weil er Angst davor hat, mutmaßlich, dass er selber gestrichen wird, wenn es dann um Wien geht, weil das ist das, was den Michael Ludwig interessiert. Ja, vor allem hat er Angst, vermutlich schon auf diesem Streitparteitag gestrichen zu werden, wenn er fürs Präsidium hat. Genau, deswegen geht er gleich gar nicht hin. Und der Hans-Peter Doskozil hat seinen gescheiterten Ex-Verteidigungsminister nicht auf einen sicheren Listenplatz gebracht und sagt das auch noch öffentlich und geht deswegen, wird er sich eine angemessene Reaktion überlegen. Ich meine, was ist das für eine verkommene Partie, wo der Vorsitzende einer Landespartei sagt, weil ich einen gescheiterten Verteidigungsminister nicht auf einen Posten in Europa wegversorgen kann. Wo einfach weil ich nämlich selber keinen Platz mehr für ihn habe. Weil ich keinen Bock mehr auf den Typen habe. Deswegen will ich ihn halt nach Europa schicken. Weil hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Ich meine, Entschuldige, schau die Liste der SPÖ für die EU-Wahlen an. Also wenn die 5% bekommen, würde es mich wundern, weil da kannst du ja keinen einzigen wählen. Könnte von mir sein. Was die SPÖ jetzt gerade abzieht, ist eine Schweinerei sondergleichen, und ich habe mir das jetzt eine Zeit lang angeschaut. Ja? Und ich mag den Andi Babler persönlich sehr. Und ich mag vor allem die Art, wie er Politik sieht und auch diese Zukunftsoffenheit, nicht diesen Pessimismus, nicht dieses Sagen, alles ist schlecht, alles ist kaputt und alles ist runtergesandelt und Österreich wird vernichtet und so weiter, so FPÖ, ÖVP, sondern einer, der sagt, die beste Zeit liegt noch vor uns, wenn wir uns trauen, eine Politik der Visionen auch zu machen. Das begeistert mich. Ja. Aber wenn er gleichzeitig es jetzt immer noch nicht schafft, zentrale Entscheidungen in seiner Partei durchzubringen, wenn er es jetzt immer noch nicht schafft, den Streit in seiner Partei zu ordnen und zu schlichten, und so schwer ist das eigentlich nicht. Weil am Ende des Tages muss man halt ein paar Kuhhandel mit den Wahnsinnigen machen und dann ist hoffentlich eine Ruhe in der Kiste. Ich meine, soll ich jetzt Kuhhandel machen oder gehört der Herr Doskozil einmal ausgeschlossen? Das kannst du nicht machen. Weil ich würde ihn gerne ausschließen, aber der Doskozil ist halt der gewählte Vorsitzende dieser Landespartei und das muss man halt auch akzeptieren in einer Demokratie, auch in einer Parteiendemokratie. Verstehst du unter Kuhhandel? Ich meine damit, dass man den Leuten gibt, was sie haben wollen, damit sie endlich die großen Strukturreformen Wäre der Tarabosch dritter hinter Schieder gewesen. Ja, aber das kann halt der Andi Babler auch nicht alleine diktieren, weil ich glaube, es gibt niemanden, wahrscheinlich nicht einmal in der SPÖ Burgenland, die den Norbert Tarabosch auf einem sicheren Listenplatz haben wollen. Also das hätte er wahrscheinlich dem Hans-Peter Doskozil versprechen können, er hätte es trotzdem nicht durchgebracht. Also realistisch muss man beim Kuhhandel schon bleiben. Man kann dem Gegenüber nicht etwas versprechen, was man nicht durchbringt, weil es unrealistisch ist. Also du sagst, er muss endlich seine Partei durchbringen. Genau, und ich habe es langsam satt, ehrlicherweise, als jemand, der den Andi Babler immer unterstützt hat. Auch in der Zeit, wo er noch nicht für den Vorsitz kandidiert, sondern als Bürgermeister von Dreiskirchen, habe ich es langsam satt, dass er offensichtlich nicht einmal sein eigenes Haus unter Kontrolle hat. Und irgendwann in den nächsten Wochen... muss man ehrlich dazu sagen. Trotzdem auf dem Faschingsparteitag ein Debakel. Ich bin schon der Meinung, dass wenn du dich zum Vorsitzenden wählen lässt und wenn du zigtausende Menschen dazu begeisterst, dich zu unterstützen, Mitglieder genauso wie Nichtmitglieder, dass du eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen hast, auch zu liefern. Und meiner Meinung nach liefert er momentan überhaupt nicht. Und meine Geduld neigt sich langsam dem Ende. Chapeau. Und ich glaube, früher oder später wird er die vielen, vielen Menschen, denen er Hoffnung gemacht hat, verlieren, wenn er jetzt nicht endlich den Arsch hochkriegt. Und deswegen glaube ich, dass der 11.11. für ihn tatsächlich ein Schicksalstag sein wird. Ja. Weil wenn er dort die zentrale Reform nur mit einer leichten Mehrheit rumbringt, nämlich die Direktwahl des Vorsitzenden, wenn er auf der anderen Seite zentrale Projekte wie das Abstimmen, das demokratische über den Koalitionspakt, schon im Vorhinein ad acta legt, weil er weiß, er kann es nicht durchbringen, dann muss man sich ehrlich irgendwann einmal die Frage stellen, was für einen Sinn hat es, Andreas Babler als Vorsitzenden der SPÖ zu haben, wenn Andreas Babler nicht einmal die SPÖ von dem überzeugen kann, wofür er steht. Also nicht böse. Ich glaube, wir erleben gerade eine historische Minute. Also nach der Geburt von Viktor Adler, der Taufe von Pamela Scheurer in die Wagen und dem Tod von Bruno Kreisky ist das jetzt, glaube ich, eine sozialistische Sternstunde gewesen. Wir erleben am 24. Oktober, kurz vor Mitternacht,
die Distanzierung von Sebastian Bornmänner von seinem Bussi-Bussi-Bär Andy Babler. Vorläufige. Er spricht vom 11.11. um 11.11 Uhr von der Schicksalsstunde für das Rote Faschingspopperl. Also die Faschingsgilde Simmering unter Führung von Charlie Brecher übergibt ihm die goldenen Schlüssel vom Villacher Konzerthaus, vom Kongresshaus. Aber Herr Dr. Bornmänner, gestatten Sie mir eine gewisse Art der Genugtuung? Ja, das verstehe ich. Ich meine, ich erkläre Ihnen seit einem halben Jahr, dass das eine Mogelpackung ist. Ich erkläre Ihnen seit einem halben Jahr, dass der Mause tot ist. Ich erkläre Ihnen seit einem halben Jahr, dass der mehr stinkt als die Pamela Scheuer-Rendi Wagner im fünften Jahr ihres Vorsitzes. Ich erkläre Ihnen, dass der außer seiner Jagdpacht und sonstigen lustigen Geschichten wie Kruzifixe, Verbrennen etc. nicht viel gebracht hat. Und ich habe Ihnen immer erklärt, dass der Babler eben nicht der Herausforderer von Kickl ist. Vielleicht kommt es jetzt ein bisschen sportlicher zum Stande. Sie haben ja gesagt, der Babler wird den Kickl stürzen. Ja? Jetzt haben wir gerade erlebt, dass Bornmänner Babler gestürzt hat. Und zwar wie einst in der guten alten DDR die Leute an den Denkmälern vom Lenin. Bumm. So, und das hat er jetzt gerade mit dem Babler gemacht. So. Also darauf darf ich unser geschätztes Publikum hinweisen, oder? Du sollst uns erklären, wie dieser Partei... Ich bin gespannt, was sich von auf zum letzten Gefecht. So, darf ich bitte... Lieber Gerald, darf ich dich wieder in diese Sendung zurückholen? Entschuldige. Ich habe jetzt ein halbes Jahr meiner vom lieben Gott wertvoll geschenkten Zeit erlebt, dass mir gegenüber zwar Babler-Fetischisten gegenüber sitzen. Na klar, ich habe die Befürchtung gehabt, dass ihr beide ein Doppeltattoo habt, quasi das Bild vom Babler am Hintern tätowiert habt, so wie ihr gesungen habt, wie die zwei Pfeiferl. Und jetzt kommen wir plötzlich drauf, hoppla Dämmerung. Der Herr Toscozil erklärt dem Babler, gut, das hat er eh schon immer, dass er für Hugo ist. Jetzt erklärt ihm der Herr Ludwig, dass er für Hugo ist. Am Ende ist das Aufbruch der Erneuerung Andreas Schieder bei der EU-Wahl. Das wird sich rächen. Wer solche Leute auf die Liste setzt. Alles, was er seinen Anhängern wie der Frau Strobel und dem Herrn Misik versprochen hat, haltet alles nicht in Wahrheit. Die Linkswende kommt nicht. Seine eigenen Freunde von der Funke, die für ihn Unterschriften gesammelt haben, werden jetzt aus der SPÖ ausgeschmissen, weil sie Hamas-Versteher sind. Ja, also, wie Sie sagen, Rechtsextreme. Ja, das haben wir gesagt, die Hamas-Versteher sind Rechtsextreme. Nein, ich will nur ein paar Männer zitieren. Ich zitiere immer nur ein paar Männer. Sie zitieren falsch. Im Gegensatz zu Ihnen merke ich mir, was Sie sagen. So, also, jetzt hat eine rechtsextreme Partei von Vordelberg bis nach Eisergrund. Wissen Sie, was der Babler machen kann? Ich habe eine gute Idee. Er macht einen Kleingartenverein auf. Mit Ludwig zusammen. An der Donau organisieren Sie sich ein paar Parzellen, stellen drei rote Hundehitten hin und sagen, das ist das sozialistische Reich Österreichs. Da können Sie dann Gleichheit, Solidarität predigen, können Sie sich umhängen mit Ihren Viktor-Adler-Plaketten. Aber noch einmal. Also für den Gerald Groß fängt der Fasching schon am 24. Oktober an. Ja. Ist in Ordnung. Ja. Du versuchst ja hier ein bisschen eher. Er hat gerade den Herrn Babler zu Grabe getragen. Das ist dir nicht aufgefallen. Dass du sagst, das, was der Babler inhaltlich wollte, das unterstützt du sehr. Ja, absolut. Und findest es auch sehr gut, dass er hier versucht hat, einer Partei wieder eine Vision zu geben und eine soziale Note. Absolut. Allerdings hat er offenbar diesen Sauhaufen, wie ich das ja mehrfach geschrieben habe in Kommentaren, nämlich schon vor Jahren, nicht im Griff. So ist es. Die Frage ist ja, ist diese SPÖ überhaupt noch reformierbar? Doch. Oder ist die so zerstritten und ein solcher Sauhaufen und ein solcher Chaos, dass sie nicht mehr reformierbar ist? Werden jetzt die Wiener aus der Donaustadt, die Neviri-Anhänger und die Ludwig-Anhänger, werden die jetzt den Babler streichen am 11.? Werden die Burgenländer den Babler streichen? Werden diverse eher rechtsorientierte SPÖler den Babler streichen? Wird der froh sein müssen, wann er mit 60% aus dem Parteitag rauskommt? Oder wie siehst du das? Naja, also ich meine, es gab schon, ich glaube auch Bruno Kreisky hatte nicht überwältigende Ergebnisse im Parteitag. Aber jetzt Vergleichen Sie nie den großen Bruno Kreisky mit dem Herrn Babler, einem anderen. Sie haben Christian Strache und den Peter Westendahler Jörg Heiner Medaille verliehen. Wovon reden Sie? Man macht im Leben Fehler. Ja, eben. Also nicht reden. Ja, von Blasphemie und so weiter. Du bist dran, bitte. Also, gut. Also, ich...
es gibt Schlimmeres als schlechte Ergebnisse bei einem Parteitag, noch dazu bei einer Sache, die sich Strukturreform nennt. Und er versucht ja wirklich eine Statutenreform zu machen, eine große. Und ich habe für all das Verständnis. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es schwer für ihn ist. Ich habe Verständnis dafür, dass er sich Zeit nimmt, um die Menschen zu besuchen. Aber ich glaube, er setzt falsche Prioritäten. Und irgendwann, und ich vertone ja nur das, was mir sehr, sehr viele Menschen innerhalb und außerhalb der SPÖ sagen, die sich als Sozialdemokraten bezeichnen oder als Sozialisten, also Menschen, die eigentlich Linke sind, ja. So wie ich auch. Die sagen, sei mir nicht böse. Aber wie soll ich so eine Partei wählen, die so ein Personalangebot macht? Ich finde die Liste von der SPÖ für die EU-Wahlen eine Frechheit. Ich finde es eine persönliche Beleidigung, was für ein Mensch der da draufstellt. Weil das, das ist der Punkt. Ja. Personifizierte Apparatschiks sind nicht einmal irgendjemand außerhalb ihres Bundeslandes kennt. Und das ist eine Verhöhnung der Wählerinnen und Wähler, weil man offensichtlich die Message ist, weil man sich ist Natascha Strobel gewünscht hat. Stopp, Natascha Strobel ist eine echte Linke. Ja, ja. Wenn die kandidieren würde, die würde wählen. Wobei, aber das ist eine unabhängige Politik. Ja, aber Linke, aber parteipolitisch unabhängig. Ach so. Natürlich, parteipolitisch unabhängig. Aber Linke, ja sicher. Sebastian, es aber ist ja auch besonders dumm, strategisch dumm, weil in Wahrheit bräuchte der jetzt einen erfolgreichen... Kannst du kurz stößen? Kann er lernen? Ja. Sprechdurchfall. Ja, wir kommen zu deinem Bierzeltauftritt. Bitte. Kommen wir da. Dankeschön. Ja. So, es ist ja auch taktisch dumm, weil erstens bräuchte er jetzt hier einen Parteitag, der eine Stimmung hat, der ein Jubelparteitag, ein echter Aufbruchsparteitag ist. Und zweitens bräuchte er dann bei der EU-Wahl einen Wahlsieg. So ist es. Wie soll er mit der Partie einen Wahlsieg erzielen? Das ist ja wirklich best of schlecht. Also ich meine, da wäre fast der Darabosch noch eine Bereicherung gewesen. Das wollte ich auch sagen. Und es ist ja wohl wirklich eine Gemeinheit, sowas zu sagen, aber es ist leider die Wahrheit. Nein. Ja. Also Babel, das war der erste strategische Fehler oder einer der ersten strategischen Fehler war, zuzulassen, dass diese Liste so gemacht wird. Aber ich verstehe ihn. Ja, nicht zu kapieren, wie wichtig die EU Wahl in diesem nächsten Wahljahr sein wird. Die EU-Wahl ist nächstes Jahr, die ist wirklich aus vielen Gründen, erstens, weil auf der europäischen Ebene maßgebliche Entscheidungen getroffen werden, die 80% der Gesetze in Österreich betreffen und bestimmen, und andererseits, weil es natürlich eine Signalwahl für alle nachfolgenden Wahlen ist. Für die nachfolgende Wahl. Genau. Ist, ja? Also wie man das so wurscht sein kann, dass ich es zulasse, dass so eine Liste entsteht, unbegreiflich. Ich habe ein Angebot für Sie. Ruhe. Ich habe wirklich ein Angebot für Sie. Ruhe. Ich möchte Bruno Kreisky zitieren. Gehen Sie mit Harald Wilimski und der FPÖ ein Stück des Weges. Ja. Bei der EU. Ja. Wirklich. Ausgerechnet, Wilimski. Ja. Genau, ausgerechnet. Der Wilimski kann mit Schieder mithalten. Das glaube ich mir auch. Ja. Dann wird es sich anschauen, wenn der den ersten Platz macht. Und ihr kennt es am Zentralfriedhof, euch alle die Watschen von Kreisky sind, aber nicht abholen. Also das war auf jeden Fall ein großer strategischer Fehler. Und wenn er jetzt nicht in den nächsten Wochen, und ich bin wirklich ein Zwangsoptimist, und vor allem bin ich jemand, der Hoffnung in sich trägt und der eigentlich auch deswegen den Andi Babel unterstützt hat. Ja, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Herr Kross, ich lasse mir im Gegensatz zu Ihnen... Hoffnungslos sind Sie. Sie sind aber kein Optimist, sondern ein Fall. Nein, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ich glaube daran, dass die Sozialdemokratie, so wie sie Österreich in vielen Jahrzehnten geprägt hat, damit Faktoten wie Sie hier überhaupt sitzen dürfen, das haben Sie mit der Sozialdemokratie zu verdanken. Ja, weil Leute wie von der FPÖ hätten sie nicht dorthin sitzen lassen, wo sie jetzt sind, wenn man sich ehrlich sagt. Sondern die Sozialdemokratie ist dafür verantwortlich, dass sie in die Schule gehen konnten, dass sie freie Liebe leben können und was sie alles da so machen. Stimmt. Also, ja, bitte, sei mal ehrlich. Okay. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir eine starke Sozialdemokratie bräuchten. Aber das, was Andi Babler uns jetzt gerade anbietet, bei der EU-Wahl oder auch beim Parteitag, weil ich sehe da auch keine großen progressiven Namen hervorzaubern. Ich sehe auch im Parlamentsclub keine großen Namen hervorzaubern. Ich sehe da an Philipp Kucher. Sein Präsidium niemand drin, der neu wäre. Na, schrecklich. Also das heißt, wir haben alle... Die Doris Burisch ist mit Abstand das interessanteste neue Angebot in dem Präsidium. Ja. Und wie geht das Junge nicht an? Ich glaube, die sind entsendet von Faust. Ich glaube, Nein, aber warte mal. Ich glaube, irgendwann ist der Schmäh mit der arme Andi braucht unsere Unterstützung, um die kaputte Partei zu reformieren, verbraucht. Und bei mir neigt sich die Geduld, und ich glaube, ich spreche für viele tausende Menschen innerhalb und außerhalb der SPÖ, langsam und vorbei. Sagst, und wenn er jetzt nicht langsam liefert, dann soll er scheißen du gehen. Du sagst, den aufgelegten Elfmeter dieses Faschingsparteitags hat er schon jetzt verschossen. Ich glaube, es könnte noch etwas passieren. Er hat ja noch ein paar Wochen Zeit. Na, was soll denn passieren? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, das muss überraschen. Rede wird er wiederholen. Er wird wahrscheinlich eine, schauen wir mal, ob er nicht vielleicht ausbuht wird oder ob nicht vielleicht andere Leute andere Reden machen. Ausgebuht wird er nicht. Keine Ahnung, wir haben schon so viel in der SPÖ erlebt. Aber ich glaube, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gebe Andi Babler noch eine letzte Chance und ich glaube, dass viele Menschen die Hoffnung haben, dass er den 11. November als eine Art Befreiungsschlag nimmt und dass er dann richtig liefert. Ja. Aber meine Geduld ist am 31.12.2023 vorbei. Und wenn bis dahin nicht ganz klare Signale gesetzt werden von ihm, dann tschüss. Ich darf Ihnen, Herr Dr. Palmer, er liefert schon. Er liefert mit einem abschließenden Leilei, wie sich es am 11.11. gehört hat. Dafür ist aber die FPÖ, glaube ich, verantwortlich, oder? Der EU-Bauer. Es gibt ein Geheimteam von Blecher. Von Ababa. Und zwar Charlie Blecher, Josef Czap und Laura Rudasch sollen die Jugendkandidatinnen der künftigen. Ja. Habe ich gehört. Ja, Josef Czap wäre sicher spannend. Aber wissen Sie was? Ich sage Ihnen Folgendes. Wissen Sie, wer derzeit, ich schätze nämlich sehr, und das ist meine ehrliche Überzeugung. Bitte nicht schon wieder Hand drauf. Ja. Gehören Sie auch? Brauchen wir einen 300 Millionen schweren Data-Kreis? Ja, der hat wenigstens gesagt, dass er von der Politik nicht abhängig ist. Ja, was heißt ich bin ein großer Verehrer des Hannes Anders. Der ist über 80. Joe Biden sitzt da herum. Das wollte ich gerade sagen. Der sitzt da herin und ist besser benannt als der Joe Biden. Natürlich, wissen Sie, was, viel besser. Wissen Sie, was noch schlimmer ist? Er ist noch besser benannt als der André Babler. Das ist das Kuriose an der Geschichte. Nein, ich sage Ihnen was, wenn der da drinnen sitzt, vertritt der mehr sozialdemokratische, staatsmännische Werte für dieses Land. Wenn ein Rechtsextremer das sagt, dann glaube ich, ist das Urteil über ein anderes Andrus gesprochen. Also, ich schließe mich der Andrus-Bewegung an. Ja, macht es eine Gebetsliga. Macht es ein Andrus-Gebetsliga. Ja, macht es liest der Andrus. Super. Folger sind die Vergangenheit. Ich bin schon mit 14, 15 fasziniert. Aber Sie sind offenbar stehen geblieben mit 14, 15. Das ist das Problem. Das war die vierte Runde. Es wird heftig, es wird spannend. Deshalb noch ein kurzes Da Capo. Wir müssen nämlich noch ein bisschen die jüngste Vergangenheit von Gerald Gross rekapitulieren. Gerald Gross ist ja zu unserem großen Bierzeltstar geworden. Ja? Und er hat unglaublich viele Fans in Deutschland, die ihm dort das Bier auf die Bühne schütten vor Begeisterung. Er schüttet dann zurück die Worte und er wird uns jetzt erzählen, in welchem deutschen Bundesland er als nächstes auftreten wird, wo er die nächste Wahl für die AfD gewinnen wird. Wir werden über die Sarah Wagenknecht diskutieren. Und was na, wir reden schon über die AfD und ihren Wahlkampf. Ja, und über die Sarah Wagenknecht reden wir das auch. Das ist natürlich ganz, ganz spannend. So, wir sind gleich wieder da mit einer ganz, ganz spannenden Schlussdacapo über die bundesdeutschen Wahlen, wann sie kommen und wie sie ausgehen werden. Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt sind wir beim Da Capo angelangt. Kein Dienstag ohne Da Capo. Kein Sebastian Born-Mehner, heute in Hochform übrigens. Dankeschön. Ohne Da Capo. Kein Faschingsprinz ohne Da Capo. Ohne jetzt einen Namen zum Faschingsprinz sagen zu wollen. Und vor allem kein AfD-Auftritt ohne Da Capo. Wir müssen ja neidlos anerkennen, unser lieber Gerald Gross ist ja zu einer wahren Wahlkampf. Wie sagt man da? Zu einem wahren Wahlkampfkönig geworden. Nein, also, Entschuldige. König. Maschine. König. Ja, also. Wahlkampfkönig, König der Bierzelte könnte man auch sagen, geworden. Er hat dort die Linke zertrümmert, die AfD zum großen Sieger der Bayernwahl gemacht. Sicher. Bescheidener Beitrag. Ganz bescheidener Beitrag. Ein bisschen hat es ein bisschen angesetzt, natürlich jetzt dieser Wahlkampf. Ich war da immer. Das waren 15 Bierzeltauftritte, oder? So immer so konstant 30 Bierzeltauftritte. Ich habe mich nach 30 Auftritten ganz in der Tradition von Franz Josef Strauß gefühlt und habe mir gedacht, nehmen wir ein bisschen was von seiner Figur an. Das war vielleicht die falsche Idee. So, aber du wirst es wieder runtertrainieren. Natürlich, ja. Allerdings, allerdings nach diesem Sensationserfolg mit der AfD in Bayern, droht natürlich die Gefahr, dass du viele Bierzeltauftritte in Zukunft liefern musst. Was ist denn das nächste Bundesland, das du mit deiner Erscheinung sozusagen beglücken wirst? Das werden wir sehen, aber wo wird denn als nächstes gewählt? Na, also ich habe immer gesagt, wer mich einlädt, komme ich gerne. Und wo wird denn als nächstes gewählt? Es wird die Europawahl ist die erste Wahl, die große Wahl. Das ich bin dem Spitzenkandidaten Max Kras sehr freundschaftlich verbunden, wir kennen uns. Ich schätze ihn auch, er fängt jetzt zum Recherchieren an, um mir das umzuhängen. Nein, den verteidige ich auch, das ist ein toller Bursch.
der wird auch einiges reißen. Und so wie es ausschaut, hat die AfD wirklich die Chance, entweder sogar Erster oder Zweiter zu sein. Oder kommt da irgendwo? Das nächste halbe Jahr mal nicht. Nordrhein-Westfalen oder irgendwo? Es kommt dann Baden-Württemberg und es kommt schon alles daher. Aber wer mich einlädt, komme ich gerne. Wobei die Frage ja ist, kommt nicht vorher vielleicht eine Bundeswahl? Weil wenn derzeit eine Regierung in Europa besonders wackelt und selbst unsere wackelt ja relativ heftig, aber unsere Regierung, das muss man sagen, ist stabil verglichen mit der deutschen Ampelkoalition. Dort fliegen ja die Fotzen und Fetzen sowohl innerhalb der Ampelkoalition als insbesondere zwischen der Ampelkoalition und den deutschen Bundesbürgern. Das dürfte ja wohl dem Ende zugehen. Die Regierung, die deutsche Ampelregierung ist durch. Ein Kanzler wie Olaf Scholz, der sagt, wir müssen mehr abschieben, der aber die letzten Jahre die AfD als Rechtsextremisten bezeichnet hat, weil sie genau das wollten. Eine deutsche Grüne, die in Wahrheit nicht abschieben will, sondern über den vorherrschenden Antisemitismus und die Unterwanderung Nobel hinweg sieht. Eine CSU, die sich darüber beschwert, dass der Thilo Sarrazin diffamiert wurde, aber selber den Hans-Georg Maaßen aussehauen will. Ja, Freunde, die deutsche Ampel, die deutsche Politik, das Altparteiensystem in Deutschland ist durch. Und da gibt es mit der AfD eine Alternative, die wird Erfolg haben. Und da gibt es jetzt mit Sarah Wagenknecht ein neues politisches Angebot. Ja, das ist ja ganz spannend. Das müssen wir unseren Zuschauern, was die AfD macht. Das ist eine Mogelpackung zwar. Ja, genau. Ja, natürlich ist es eine Mogelpackung, weil das System will sie damit erhalten. Aber das wird sicher auch ihre Stimme machen. Das müssen wir unseren Zuschauern kurz erklären, weil ja nicht jeder jeden Tag ARD, ZDF und NTV sieht. Es ist so, dass Sarah Wagenknecht sich mehr oder weniger entschieden hat, ganz durch ist es ja noch nicht, eine eigene Partei zu gründen. Sarah Wagenknecht, der Verein ist gegründet. Sie hat 9 Mandatare von den Linken mitgenommen, was ich schön finde. 77 Jahre nach der Gründung der SED wird die jetzt endlich zu Grabe getragen durch Sarah Wagenknecht, weil die SED-Nachfolgepartei, die Linken, verlieren den Fraktionsstatus und sind in Wahrheit mit der Nummer mausetot. Weil die Sarah Wagenknecht natürlich zu Lasten der Grünen und der Linken gewinnen wird, ist ja auch klar. Nein, das stimmt natürlich nicht. Gibst du der Sarah Wagenknecht gute Chancen? Ja, das sind die Umfragen, die immer sagen, dass die AfD so schlecht ist. Gibst du der Sarah Wagenknecht gute Chancen? Die Sarah Wagenknecht wird auf Kosten der Grünen, der Linken und bei enttäuschter Sozialdemokraten gewinnen. Zumindest, schau, was bietet die Sarah Wagenknecht an? Siehst du die im Endeffekt? 5-6%, sie wird einen Einzug 5, in den Bundestag schaffen, aber das war es dann auch. Sie wird genauso viel bringen, dass sie die Linke ausstößt und in Wahrheit das linke Volumen auf sich feint. Schau, was bringt die Sarah Wagenknecht? Sie will sozialpolitisch sozialistisch sein, ein bisschen nationalistisch, also sie ist in dem Fall national und sozialistisch. Ja. Dann ist sie ein bisschen sozialliberal, dann ist sie ein bisschen wirtschaftsliberal, dann versteht sie die Hamas. Andreas Kohl hat einmal was richtigerweise gesagt, schaut, dass der nicht mehr diskutiert öfter. Wer nach allen Seiten hin offen ist, ist nicht ganz dicht. Die Deutschen erkennen gerade, dass die Sarah Wagenknecht eine von den Grünen wahrscheinlich oder der Ampel selbst gesteuerte Partei ist. Also du liebst die sie AfD nicht. Ein bisschen du liebst sie nicht. Ja, also klar, es ist durchsichtig, warum die AfD, warum die Sarah Wagenknecht nicht liebt. Für dich müsste die Sarah Wagenknecht dir eine durchaus interessante Alternative sein. Nein, das hat er oft sein, in dem Studio gesagt, was er sie oder? Nicht schätzt. Genau. Sag einmal. Das ist der Punkt. Ich habe mir jetzt angeschaut, wofür die Sarah Wagenknecht steht. Jetzt, nicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Jetzt mögen sie sie. Nein, jetzt mag ich sie nicht mehr. Also wenn ich mal anschaue, wenn sie in Wirklichkeit genau die Programmatik der AfD und der FPÖ abschieben. Macht. Abschieben, pro-Putin, anti-Öko und eine harte Migrationslinie fährt, dann frage ich mich, was unterscheidet die bitte von der AfD? Und deswegen sagen zu Recht alle Umfragen, alle Experten sagen, die Sarah Wagenknecht ist diejenige, die den Aufstieg der AfD zu Nummer 1 in den Ostländern bremst. Weil linke Protestwähler dann sie wählen und nicht mehr die AfD. Ganz genau. Wir haben ja gesehen, dass jetzt bei der Bayernwahl durchaus viele SPD-Wähler etc. zur AfD gewechselt sind. Ganz genau, weil die Leute ja, der Punkt ist der, die meisten Menschen, und so habe ich das verstanden, und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die Salzburg ist für mich ein gutes Beispiel, wo ich wirklich mit Menschen gesprochen habe, die gesagt haben, sie wählen entweder die KPÖ oder die FPÖ. Wo für mich klar geworden ist, und das waren keine Rechten. Also das sind Menschen, das sind keine Rechten. Die wählen nicht die FPÖ, weil sie recht sind, sondern sie wählen die FPÖ, weil sie das Gefühl haben, das ist der einzige Kanal für meine Wut und meine Enttäuschung. Und ich verstehe die Menschen.
Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, das ist ja meine Kritik an der Babler-SPÖ oder der Fehlentwicklung. Weil was für ein Ventil soll Andi Schieder, Günther Siedl und diese Partie von Apparatschik sein bei einer EU-Wahl? Ventil wofür? Also für Selbstaufgabe vielleicht, aber nicht für Wut. Das heißt, du hast bei dieser EU-Wahl momentan, weil wir wissen noch nicht, wer die Spitzenkandidatur für die Grünen macht zum Beispiel, könnte doch eine Überraschung sein. Wir wissen nicht, ob die KPÖ kandidiert und mit wem. Aber momentan schaut es so aus, und auch bei den Nationalratswahlen nächstes Jahr, dass die FPÖ die einzige Partei ist, und in Deutschland scheint es die AfD zu sein, die ein Ventil für Wut und Enttäuschung aufmacht. Sarah Wagenknecht macht das jetzt aber auch. Ja, genau. Wagenknecht macht das auch. Und sie deswegen hat natürlich einen riesen Vorteil. Dass sie eine Frau ist, erstens einmal. Sie ist extrem medienaffin. Ist. Genau. Sie hat, eine extrem gute Medienaffinität. Genau. Sie kommt extrem gut bei Medien an. Genau. Sie ist eine Talkshow-Queen, muss man ehrlich dazu sagen. Ja. Aber sie auch allein. Das heißt, also viele Leute mögen sie, weil sie einfach... Und sie ist ein Profi. Der von Gerald Groß genannte Maximilian Krah, ich habe 3 Sekunden gegoogelt und habe 20 Ausfälle von dem Typen gefunden. Von Dating-Tipps für irgendwelche Leute, von irgendwelchen Ansagen, die meiner Meinung nach schon stramm hart an der Homophobie herankratzen, wo ich mich frage, wie sie das irgendwie hinkriegen, bis hin zu irgendwelchen Verschwörungen. Also, ja, ich nicht. Bei Homophobie hört sich meine Toleranz aus. Na, gerade bei Ihnen. Ja, gerade bei mir. Der war gut. Der war gerade bei mir heraus, ja? Ja, ich habe mit dieser feindlichen Feindlichkeit... Aber gerade ist Schigolo. Egal. Du meinst, und, da tritt bei der deutschen EU-Wahl ein sehr weit rechtsstehender, homophober, nicht sehr medienaffiner AfD-Spitzenkandidat gegen eine sehr, sehr charmante, mediengeile, müsste man fast sagen, Sarah Wagen. Ja, also genau. Er ist dran. Also, ich bin der Meinung, Alter, wenn du, sie sind im Gegensatz zu mir wirklich mit 20 Jahren schon, seit man also, ich glaube, dass sie Sarah Wagenknecht deswegen punkten kann, weil sie auf der einen Seite programmatisch den Zeitgeist bedient, vor allem im Osten, und sie kommt aus dem Osten, sie reüssiert dort und sie weiß, dass dort die Frustration unfassbar groß ist. Und deswegen glaube ich, dass wenn sie antritt, sie diese Stimmen vereinen kann und sie wird auch bundespolitisch eine große Bedeutung haben. Sie wird die Linke einkassieren und dann Teil der AfD. Und dann wird sie auf wie viel Prozent ungefähr kommen, deiner Meinung nach? Also ich glaube, dass sie 10 aus dem Stand schaffen kann. Ja. Und ich glaube, dass ihr Potenzial bis zu 15% ist, wenn sie medial weiter so gestützt wird, weil sie wird jetzt gerade medial gestützt. Genau. Die hat natürlich eine Bildzeitung hinter sich. Die hat die ganzen 40. deutschen Fernsehstationen mit ihren Talkshows hinter sich entsetzt. Also bevor ich jetzt anfange. Jetzt bist du dran, du hast das Schlusswort. Also ich weiß nicht, weil heute Fasching ist. Nein, aber weil das verschrobene Weltbild, so wie die Hamas plötzlich rechtsextrem ist, ist jetzt plötzlich die Frau Wagenknecht für 15% gut. Ich sage Ihnen, Herr Dr. Bornmänner und auch dir, wann die Wagenknecht wirklich eine Chance gehabt hätte. Wenn sie sich gestern hingestellt hätte und gesagt hätte, ich gründe meine Partei und ich gebe meiner Partei, meiner ehemaligen, der ich die Mandate zu verdanken habe, mein Mandat, meine Gehälter zurück und mache nicht Mandatsklau und Diebstahl. Hat das bitte dir das so gemacht? War ja Völler. Ach so! War in Wahrheit ein Gründungsfehler, der uns jahrelang nachgehangen ist. Es stimmt, es ist uns jahrelang nachgehangen. Ich war damals Gemeinderat in der Schlandsberg, kann ich Ihnen auch zu der Gelegenheit sagen. Ich war kein Nationalratsabgeordneter, ich habe mein Gemeinderat zurückgelegt, das war ein freiheitliches Gemeinderatsmandat, und habe es der freiheitlichen Ortsgruppe zurückgegeben und war nicht mehr Gemeinderat so, in der Schlandsberg. Okay, Schlusswort. Wenn die FPÖ, das Spitzel damals. Schlusswort, so, also sie hätte einmal, jetzt hör auf, immer bei mir wird beschnitten und den. Na, sie haben vorher 20 Minuten lang Monolog gehabt. Wenn sie ihre Mandate, wenn sie es ehrlich gemeint hätte, hätte sie das gemacht. Das Zweite ist, mit einer Allerweltspolitik gewinnst du nicht die ganze Welt, sondern du verschreckst 2/3 der Welt in Wahrheit. Das heißt, wenn du den Hamas-Versteher gibst und den Palästinenser-Versteher gibst, verschreckst du jene, die die muslimische Unterwanderung des Kontinents wiederum kritisieren. Allein anhand dessen zeigt sich die Krux der Sarah Wagenknecht. Das Dritte ist, sie ist genauso sympathisch wie die Mumie von Lenin. Hat er den gleichen Charme. Da kannst du die Edstadler auch hinstellen. Das sind blutleere Gestalten, wie Eiskästen. Knallharte Augen wie Eiskästen. Der vierte Punkt ist, sie wird bei der EU-Wahl nicht antreten. Sie wird bei der Bundestagswahl in einem Jahr antreten. Und bei der EU-Wahl wird sie nicht antreten, weil das wird sie sich nicht trauen. Ganz einfach. Bin ich mir nicht so sicher. Naja, logisch.
Und das Vierte ist, und das Fünfte ist, jetzt muss ich bei der Gelegenheit auch sagen, weil sie ist jetzt die erste Frau in der deutschen Politik. Also ich habe jetzt einmal eine Frau kennengelernt, von der zeige ich die noch, das ist die Alice Weidel. Die lese ich einmal in Deutsch. Das ist für mich die künftige deutsche Kanzlerin. Die doch bitte im Alice Weidel, keine Ahnung, gehört zur Deutschland. Zumindest die Person der AfD, womit sich der Bogen schließt. Gerald Gross wird also für die AfD in Deutschland weiter Wahlkampf machen. Ich habe immer gesagt, wer mich einlädt, da komme ich. Im Übrigen am 11.11., ja. Martini Gansel, halte ich bei der FPÖ Tirol die Martini-Rede. Na geh, schau. Bitte, wir haben mich eingeladen. Gäste in Kramsach, Tirol, können gerne kommen. Ja. Gänsestopf lieber? Könnte sein, dass es für mich ein kleines Ganselhaxerl gibt. Es war Lustigkeit, es war Interessantheit, es war spannend. Aber Ihnen entfällt ja mal ein bisschen Fleisch, dann schauen Sie so bloß aus. Mohn. Ja. Nur Mohn. Darf ich auch was? Ja, entschuldige, bitte. Ja. Wir der hat genug Fleisch gehabt, das sieht man ein Wort. Darf ich auch was? Na ja, logisch. Darf ich abmoderieren? Ja, sag, wenn du willst. Wir haben ein X-Lunch-Duell heute hingelegt, mehr als 2 Stunden, auch deshalb, weil die Herren nicht zu bremsen sind.